Einen wunderschönen guten Abend, liebe Hörer. Herzlich willkommen zur zweiten Rotz- und Wasser-Folge im Jahr 2024. Mir gegenüber sitzt der reizende Thomas. Und von mir aus links, die Meme, sitzt der noch reizendere Benjamin. Und ich bin Olli. Hallo. Achso, Olli. Das muss ich ja, heute ist, ich fühle mich schon ein bisschen wie in der Schule, heute ist hier große Hausaufgabenkontrolle angesagt. Mhm. Habt ihr alle eure Hefte bei? Hefte raus, Klassenarbeit. So ungefähr. Ja. Sehr schön, freut mich. Ich habe auch meine Hausaufgaben brav gemacht. Ja, ja, genauso wie ich es früher in der Schule gesagt habe, wie ich es machen sollte, weiß ich nicht genau, ob euch das so gefällt, wie ich es gemacht habe, ist mir eigentlich auch egal. Wir haben jetzt gerade vor der Aufnahme nochmal gerätselt, wie wir das jetzt in Zukunft machen wollen, weil erstmal Respekt an uns, dass wir wirklich jetzt probieren, wirklich alle zwei Wochen oder zweimal im Monat zumindest Rotz und Wasser zu machen. Kann nicht so schwer sein. Kann ja nicht so schwer sein, theoretisch. Ja. Nein, Benjamin, Respekt an uns. Und dass wir vielleicht auch sagen, dass es nicht jede Folge eine Hausaufgabe gibt, sondern nur jede zweite. Also, dass wir vielleicht nächste Folge wieder ein übergeordnetes Thema haben, wie zum Beispiel, warum hat Jeff Smart in den Comics manchmal einen gelben Arm? Zum Beispiel. Das wird, glaube ich, eine 4-Stunden-Folge. Ja. Ja, und dann gibt es wieder Hausaufgaben. Ich habe ganz viel über Clever und Smart jetzt übrigens gelesen, über die Comics. Gibt es ja eine Neuauflage. Ja, bei die Carlsen Comics. Ja, ich weiß nicht. Wenn du dich erinnern kannst, über Amazon mit einem Knick. Ja, das haben wir letztes Mal, glaube ich, erzählt. Und da ganz kurz, da müssen wir noch erzählen, dass du dich so breitwillig geopfert hast, dass du extra auf 2-3 Euro verzichtet hast, damit wir, Olli, uns vom GbR-Geld irgendwie, weiß ich nicht, für 3 Euro was mehr kaufen. Das ist richtig. Und ich habe mich schon wieder geopfert, weil meine Hausaufgabe war auch die einzige, die 12 Euro gekostet hat. Ja, aber meine hat viel Zeit gekostet und für mich ist Zeit auch Geld. Und ich habe mich auch geopfert. Das stimmt, weil deine Zeit ist so wertvoll. Ja, danke, Benjamin. Weil wir haben ja jetzt für einen Monat Zencaster gekauft mit meiner Kreditkarte. Also ich habe mich auch für 20 Euro geopfert. Aber das wird nicht, die Hälfte ab, das wird nicht erzählt. Ja, wann denn? Wo ist eigentlich mein Euro für die Bibliothek? Ja. Aber bevor wir, glaube ich, mit der Auflösung der Hausaufgaben starten. Zweite Folge schon schlechte Laune. Richtig schlechte Laune. Ich habe gesagt, er hat irgendwie 2 bis 3 Themen im Sack. Ja. Okay, das wird ja, also die Hausaufgabe nimmt ja schon so viel Zeit in Anspruch. Mhm. Boah, soll halt gar nicht so lange gehen hier, Benjamin. Bleib halt ich mal ein bisschen zurück. Naja, man muss ja wohl trotzdem eine Folge haben und da müssen ja irgendwelche aktuellen Themen. Wir müssen ja auch noch darüber sprechen, was hier auf dem Weg hierher passiert ist. Auch das muss ja noch kurz angesprochen werden. Also wenn dein Thema ein bisschen zurückstecken. Wir brauchen so ein Jingle von Leonie, so die unglaublichen Abenteuer von Benjamin Kasper. Nee, aber meine Themen, also das erste Thema vor allem, das ist fast schon wieder ein Skandal, was ich aufgedeckt habe. Hat in irgendeiner Fernsehshow jemand 2 Töne hintereinander abgespielt, die schon 1980 in einem anderen noch heftiger. Wirklich noch heftiger. In einem anderen Format noch waren. Noch heftiger als das, was Thomas gerade gesagt hat, das ist krass. Ich hoffe, dass Thomas der Mikrofon auf stumm ist. Das ist die 3. Nein, das ist die 3. Die 3 ist nicht besetzt. Die 3 ist nicht besetzt, aber ich habe festgestellt, wenn man trotzdem die Mikrofone, wenn keins angeschlossen ist, mutet, ist der Sound trotzdem anders. Das war eklig. Ja, besser oder schlechter? Witzig, der Sound ist dann schlechter. Okay. Ist doch egal, lass doch die 3 aus sein. Nein, ist ja gut. Ich hatte nur Angst, wenn man da raufguckt und wir sind zu dritt und die 3 ist aus, da kriegt man ein bisschen Panik. Ja, ich hab aufgepasst. Ja. Das Lustige ist, wir sind 3 Podcaster. Ja. Thomas steckt an der 1, du steckst an der 2 und ich steck an der 4. Das meine ich. Das ist ja der Witz, dass Olli es nicht mal verdient hat, als dritter Podcaster an die 3 gesteckt zu werden, sondern nur die 4 und wir die 3 für einen besseren Podcaster freihalten. Ja. Und ich bin auch nur an der 4, weil es hier keinen 5. Kanal für die Mikros gibt. Wenn es einen 1000. gäbe, würdest du da drin sein, ja. Egal, ob du so eine Zeitverzögerung ist, weil du erst im 1000. Platz bist, ist egal. Nee, und das müsst ihr euch wirklich machen, so, jetzt ist Podcaster 3 dran, ist nicht da, Podcaster 4 und irgendwann, bis wir alles durch haben, so Podcaster 1000 darf jetzt was sagen. Ja. Okay, dann würde der Podcast hier, glaube ich, auch 1000 Stunden gehen. Ja, ist ja ein Traum. Ich wollte gerade sagen, du sagst jetzt wieder Shake und dann, wir machen keine 1000 Stunden. Ja, weil ich genau weiß, dass wir das nicht machen. Ihr macht es nicht. Ja, Baby, du kannst gerne ein Solo-Format starten. Hab ich ja schon gesagt. Ja. Was war denn mit deinem Auto? Genau, was war heute auf dem Weg hierher? Also ich bin, seit 3 Wochen fahre ich wieder Auto. Ja. Und heute auf dem Weg hierher
ist das Auto aufgegangen, mitten in der Kurve so, beim Abbiegen. Ausgegangen? Ich habe auch verstanden. Das wäre noch witziger eigentlich. Nee, ausgegangen, wollte ich sagen, weil, ja, wie nennt man das eigentlich, beim Schlüssel hinten das schwarze Ding da. Warte mal, Benjamin, darf ich deine Sprachnachricht abspielen? Ich habe Benjamin gefragt, wo er bleibt. Genau, weil wir sitzen hier schon eine halbe Stunde und warten auf dich. Das war Benjamins Antwort und ich glaube, das sagt schon alles. Hallo, bin sofort da. Ist was Lustiges passiert, weil ich bin mit einem Auto gekommen und der Autoschlüssel ist während der Fahrt abgefallen bzw. abgebrochen. Aber ich habe es jetzt geschafft einzuparken und bin in, ich laufe gerade über die Brücke, in 3 Minuten da. Das, ja. Das hört sich eher an, als ob ich die Brücke irgendwie abpacke. Das hört sich an wie vorher. Du trägst sie ab. Nein, also so ein Autoschlüssel hat ja hinten so einen schwarzen Buckel hier. Wie nennt man das? Also Nupsi. Griff. Genau. Nupsi, Griff, Buckel. Griff ist, glaube ich, auch. So, ihr dürft abstimmen, die Bürger. Und der ist abgefallen und dann ist es so auf den Boden gefallen im Dunkeln. Das ist ja schon dunkel. Mhm. Und das Auto ist ausgegangen und dann habe ich es nicht geschafft, den Schlüssel zu drehen am vorderen silbernen Stück, weil das zu weit im Auto gesteckt hat. Ja, in dem Zündschloss. Ja, so, dann habe ich den Warnblinker angemacht und hinter mir war die ganze Zeit einer, der Lichthupe gegeben hat. Das, sowas regt mich so auf. Also der Warnblinker, was dachte der, dass ich so ein Picknick mache mitten beim Abbiegen? Wäre aber wirklich witzig, wenn du da anfängst, irgendwie Bücher auszuladen oder so in der Kurve. Na, auf alle Fälle hat es ziemlich fast 5 Minuten gedauert, bis ich das alles wieder reparieren konnte und wie lange hast du dort? 5 ungefähr. 5 Minuten hast du die Kreuzung blockiert? Das waren 2 Abbiegespuren. Also man konnte bei mir vorbeifahren. Mhm. Aber trotzdem Schweißausbruch. Also das ist eigentlich auch schon wieder witzig, weißt du? Das heißt ja, 2 Abbiegespuren, 50% des Verkehrs wurden blockiert. Und die, die hinter ihm stehen, müssen warten, bis sich die eine Spur leert, damit die fahren können, fahren an ihm vorbei. Wir wissen, wie Autofahrer drauf sind, fluchen, schütteln so die Hand dabei, die Faust, du Schurke, und Benjamin macht so runter, es sind 2 Abbiegespuren, hab dich mal nicht so. Oh, das sind aber Autofahrer, von denen du sprichst, so aus den 80ern, du Schurke. Das sag ich gerade mit Absicht. Du Lump! Du Lump! Ja, ich mag du Tölpel. Ich mag das Wort Schurke. Ja, Schurke hat schon was. Ja? Du Schurke. Also wir mögen, generell ist mir aufgefallen, alte Worte, so. Mhm. Also wie Pümpel. Ranzen. Ja. Statt Senf, Mostrich. Mostrich, das stimmt. Ist auch was ausgestorben ist. Mein Mops mopste Mostrich, Mostrich mopste mein Mops. Kennt das noch jemand? Nee. Das ist ein Zungenbrecher. Ja, das habe ich mitbekommen. Ach so, das ist ein Zungenbrecher. Ja. Ja. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Das kann ich nicht. Ich auch nicht. Ein bisschen schneller kann ich. Benjamin, was ist denn das erste Thema? Das erste Thema ist, glaube ich, erstmal die Hausaufgabe. So, ich denke, du hast 2, 3 Themen. Ja, hab ich ja. Ja, aber lass uns das doch, also die Hausaufgaben müssen wir ja heute kontrollieren. Das heißt, die Themen am Ende sind optional. Das heißt, wir warten mit den Themen, gucken, wie lange wir mit den Hausaufgaben brauchen. Okay, wollen wir losen, wer anfängt, oder wollen wir einfach sagen, Olli fängt an und dann so weiter? Mir ist es völlig egal. Ist doch total egal. Man muss sagen, es ist schon sehr spät, wir waren alle arbeiten, wir sind alle groggy, deswegen glaube ich, erklärt das ein bisschen unsere Stimmung hier. Der Jammerlappen-Podcast. Der Jammerlappen-Podcast. Ich würde sagen, dass Olli einfach mal anfängt. Aber Olli, seins könnte ein Highlight sein. Wir sollten bei mir müssen abstimmen. Ich glaube, dass, pass auf, nur noch mal, jeder sagt jetzt, was er als Hausaufgabe hatte. Ich musste 15 Lieder aus dem Jahre 1993 beziehungsweise frühe 90er, da Benjamin erst, also muss man ja auch erzählen, erst hat er so hier angegeben wie eine Tüte Mücken, er kauft mir bei eBay die Bravo Hits Best of 1993 und dann, das muss man sich mal wieder auf der Zunge zergehen lassen, da sind insgesamt 40 Lieder drauf und ich sollte die alle irgendwie ranken beziehungsweise eine Wertung mir ausdenken. So, dann hat Mister, ist ja kein Problem für dich, gemerkt, wie teuer so eine CD ist. Ja, okay, 100 Euro. Das ist schon ich finde, für eine Hausaufgabe, die du mir stellst, hätte dir das wert sein können. Mhm. Ja, stattdessen muss ich jetzt leider sagen, wieder zu viel versprochen, Schlappschwanz. Mal, wer hat denn die Hausaufgabe mit den Wundertüten gestellt? Olli, können wir mal sagen, wer hier wohl am besten wieder weggekommen ist? Ich bin am besten weggekommen. Du musst nur Wundertüte aufreißen und sagen, was da drin ist. Ja. Also ich hätte lieber die Lieder gemacht. Warte mal ganz kurz, Benjamin, hat eine Wundertüte 12 Euro Nein, gekostet? Zum Glück nicht, naja, aber beide 12. Waren das die günstigsten? Nee. Na gut, Benjamin, ich hätte mich so gefreut auf so einer richtig krassen Billig-Wundertüte. Gibt es leider nicht, weil es gibt nur noch so Wundertüten mit Zeitung drin. Ach so. Hast du gefragt?
Ne, ich sehe das. Entschuldigen Sie, guter Mann, können Sie mir kurz auch hinterm Tresen wegmarschieren? Ja, stattdessen hat Baby bei Spotify eine Playlist erstellt mit 15 Liedern. Hast du die einfach nur random genommen oder auch so ein bisschen eine kleine? Nein, die war natürlich, also das waren die Lieder, die auch auf der Bravo-Hits drauf sind. Mhm. Und dann habe ich probiert, das auch so ein bisschen zu mischen nach, dass nicht alles gleich klingt. Aber so ein bisschen persönliche Vorliebe von dir drin, oder? Nee. So das ein oder zwei Lieder sind doch bestimmt drin, wo du dachtest, geil. Nee, ich habe eher Lieder gehört, wo ich so dachte, oh, das habe ich ja schon Ewigkeiten nicht mehr gehört, gar nicht so schlecht. Ja, naja, okay. Ich habe eine Idee, ich würde sagen, Thomas fängt an, weil ich glaube, das ist das Anstrengendste. Ja, jetzt haben wir auch schon gesagt, also. Ja. Ich habe jetzt aber nicht das gemacht, dass ich die jetzt ranke auf Platz 15, kommt ja, das und das. Das solltest du eigentlich machen. Das ja, das Pech. Das war die Hausaufgabe. Jetzt die Frage, was hast du denn gemacht? Na, ich habe jetzt Punkte von 1 bis 10 vergeben. Naja, dann kannst du das doch. Und jetzt sortierst du ja, einfach die Anzahl der Punkte. Nee, ich fange jetzt einfach an in der Reihenfolge, wie die Lieder in der Playlist sind. Gut, die, ich schreibe für dich mit. Warte, so. Wir benoten ja auch die Hausaufgaben am Ende, wie gut, das, wie gut die umgesetzt das wurde, oder? Das ist gut, das ja. Ja, ich habe mir sogar Notizen gemacht. Also, das erste Lied war die Band Culture Beat mit dem Titel Mr. Wayne. Ja. So, da habe ich mir notiert, das ist dieses altbewährte Rapper- und Sängerin-Konzept, was man damals schon sehr, sehr gerne gemacht hat, ne? Also, sowas wie Mr. President oder Yeah, oh Captain Jack. Also irgendjemand, der rappt und eine coole Sängerin. Das war eigentlich so zu Eurodance-Zeit. Es ist eigentlich ja. 90% so. Und wa? Es war auch wieder eine deutsche Band. Da habe ich gelesen, irgendwie Culture Beat wurde schon 89 gegründet. Ja, die haben zum Beispiel auch Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Ja. Oh, diese Kinski-Sache? Ja, ja, das haben die nämlich, so haben die angefangen, Culture Beat. Mhm. Ja. Und dann ist der Produzent gestorben. Ja. Nee, der eine hat dann irgendwie einen Autounfall oder so und dann hat sein Bruder übernommen. Ich weiß es nicht. Ich finde es so interessant, wenn man so bei den ganzen Eurodance-Sachen guckt, wer dahinter steckt. Mhm. Zum Beispiel, ich wusste gar nicht, dass bei La Bouche zum Beispiel, das war auch Frank Farian. Der jetzt ja. gerade die Tage grade, verstorben ist. Gerade verstorben ist, ja. Und ist es zu früh, wenn ich jetzt diesen Gag mache? Weil jetzt ohne Witz vor sechs relativ Wochen... Relativ früh, aber lass mal hören. Weil vor sechs Wochen ist doch dieser Film Girl, You Know It's True in die Kinos gekommen, ja. Wo Matthias Schweighöfer Frank Farian spielt und ich denke immer, er hat den Film gesehen und ist gestorben. Also weil er so schlecht gespielt hat. Ja, genau. Ich glaube, er ist gestorben, weil er gesehen hat, wer ihn spielt. Thomas, der Witz ist nicht zu früh, der Witz ist zu schlecht. Okay, lass ich gelten. Ja. Ja, genau. Also du hast mir auch die Albumversion geschickt mit 5 Minuten 36. Ja, die ist relativ lang. Ja, und ich habe nach 3,5 Minuten wütend ausgemacht, weil es einfach nicht aufgehört hat. Es ging immer weiter, Ja, calling Mr. Wayne. Also dieses Lied hat früher mein Stiefvater gehört, ganz oft. Ja. Ich auch. Und ich muss sagen, ich hab's auch früher gehört. Und ich muss sagen, ich finde das eigentlich so, das passt zu dieser Zeit und ich finde, das ist so ein 6 von 10. Es passt in die Zeit. Heute finde ich es schrecklich. Ich habe mir auch notiert, aus heutiger Sicht sehr generisch und eintönig. Damals halt zu Eurodance-Zeiten war es so 1 von vielen. Ich habe 2 von 10 gegeben. Mit meinem, aus heutiger Sicht. Weiß ich ja. nicht, wo es damals rauskam, mit 10 fand ich es bestimmt auch besser. Und es ist wichtig, du bewertest alle Lieder aus der heutigen Sicht, ja? Also ja, klar. Nicht, oh, das fand ich früher so geil. Nee, und, okay. Wie ich es jetzt sehe, ne? Weil manchmal ist es ja auch interessant und spannend, wie man sagt irgendwie, oh, der hier, der funktioniert immer noch oder so, ne? Da bin ich jetzt gespannt, ob du auch Lieder nennst, wo ich sage, oh, da bin ich früher voll nach abgegangen. Und jetzt ist der scheiße. Oder vielleicht sogar umgekehrt. Bei mir ab, es kommen Beispiel, ja noch 14 bei Titel. Bei mir wäre das zum Beispiel so, bei diesem Lied ist es so, ich stelle mir jetzt vor, ich höre so Sprayradio. Ja? Und jetzt würde dieses Lied kommen, da würde ich zu meiner Schwester sagen, oh, guck mal hier, das habe ich früher gehört. Also ich würde lauter machen. Wie ist es bei dir? Du würdest... Nee, Mr. Wayne würde ich nicht lauter machen. Nee, aber... Nee. Würdest du es wegmachen? Wegmachen auch nicht. Weil es gibt ja im Radio auch nichts Besseres wahrscheinlich. ich würde es einfach laufen lassen. Also sagen wir mal so, es ist jetzt auch nicht so, dass mich das Lied jetzt negativ triggert oder so, wenn ich das jetzt höre. Also wäre für dich eine 4 oder eine 5. Ja, gut. Ja, es geht weiter. Dann habe ich gehört House of Love von East 17. Und bei den ersten paar Sekunden dachte ich erst, ah, es ist ein Lied von Enigma, weil es irgendwie so ein typischer Enigma-Song anfängt, so von der Melodie. Ja, so ganz komisch hallig und so. Ja, oder? Genau. Und dann habe ich auch gedacht, 4 Minuten 29, ja, schon wieder so elendig lang, ja. Aber ich glaube, der Song ist von 1992 und ich habe ihn, glaube ich, auch seit 25 Jahren nicht mehr gehört. Und ich habe jetzt zum ersten Mal gecheckt, um was es in dem Lied eigentlich geht. Er ist gegen Rassismus, er ist für Gleichberechtigung und Religion, weil der Refrain ist ja Everybody in the House of Love, One God, Everybody. Keine Ahnung. Ich musste ein bisschen schmunzeln, fand's jetzt nicht super,
Und ist dir das Ende aufgefallen, weil trotz dieser tollen Botschaft, ja, alle in einem Haus, allen geht's gut und so, ist am Ende so ein Explosionsgeräusch. Sie sprengen sich trotzdem in die Luft. Witzig. Von allen Außenstehenden oder Außenseiter, von denen er gesungen hat, die sprengt da zum Schluss. Ja, was soll das? Sie haben so eine tolle Message und am Ende explodieren sie. Er hat nicht alles ein Happy End. Also ich muss sagen, der Refrain, also erstmal die Band, die haben früher damals auch ein Lied von Pet Shop Boys gecovert. Und zwar mit denen, die bekannt wurden. Kennt ihr das? Na, wie Go heißt West? Das? Nicht Go West. West End Girls? Ja, genau. Go West, Go West ist übrigens auch schon gecovert. Ja, das war ich nämlich... Ich weiß, das habe ich auch war irgendwo von, mal... Von hier, wie heißen sie hier? Wie heißen die, die immer Baumärkte in den USA eröffnen? Body, body, what you see, my body, body. YMCA? Ja, also, wie heißt die Band? Die heißt nicht YMCA. Village, heißt People. Village People. Ich glaube nämlich, Go West ist im Original von Village People. Ja, stimmt. Ja. Hast du recht. Und auf alle Fälle, die haben das Lied von Pet Shop Boys gecovert, was du ihm genannt hast. Western Girls. Mhm. Und ich finde, dafür, dass das ja auch so eine Girlband war und so, die heutzutage fast keiner mehr kennt. Also das war, liebe Hörer, das war keine Girlband, sondern das war so, also bei Mädels beliebt, sagen wir mal, so eine Boyband. Und ich finde, es gab schlechtere. Ja, ich habe eine 5 von 10 gegeben, weil ich fand es ganz witzig, aber ich würde es jetzt nicht privat weiterhören. Der Refrain finde ich ganz gut so. So diese, auch da, so diese Rap. Die Rap-Passage, wirklich schlecht. Aber die Bridge ist ganz nett. Ja, genau. Ja. Also, das wäre ein gutes Eurodance-Lied, wo einfach nur so bum bum und dann dieser Refrain. War ja später, hießen sie ja dann E-17, weil der Sänger ja, glaube ich, wegen Drogeneskapaden dann weg war. Genau, und wenn man Drogen nimmt, dann heißt man nur noch, dann hat man nur noch einen Buchstaben am Anfang. Genau. Ja. Das ist, ich hör sofort auf zu trinken. So. Dann folgte in dieser Band, mir hast mitgeschrieben, das war jetzt 5 von 10. Ach so, Entschuldigung. Also besser als Culture Beat. 10. East 5 von 10. So, jetzt kommt Paul McCartney mit Hope of Deliverance. Wichtig, das Lied geht 3 Minuten 22. Endlich einer, der diese Radioformel kapiert hat. Mhm. Ne? Also maximal 3,5 Minuten. 3 und 4 Minuten, Fand ich schon mal gut. Ich wette, das ist bei jedem Lied, weil ich dir geschickt habe. Ich habe dir einfach nur immer die Albumversion geschickt. Ja, natürlich gab es natürlich, Benjamin. Aber sonst funktioniert mein Gag nicht. Ach so, sehr lustig. Nee, ist lustig. So, ich fand es sehr zeitlos. Ne? Und ich dachte mal, das ist älter. Weil halt das schon, dadurch, dass es so zeitlos ist, eigentlich ganz normal Gitarre ich meine... Er war ja einer der Beatles, ne? Wenn einer Popmusik verstanden hat, dann Paul McCartney. Ich kann fast sagen, er war der Beatle irgendwie. Einer der Beatles. Ja, ich finde, kann man hören, ist jetzt aber mehr so für Radio Paradiso prädestiniert, finde ich. Ja, ich fand's nett. Und übrigens habe ich geguckt, es war sein letzter Top-10-Hit, den er in Deutschland hatte, 1993. Ja? Und jetzt, Olli, zeige ich dir mal was. Weil auf dem Cover von diesem Album, da sieht man so am oberen Rand so Beine, die so die Buchstaben von seinem Namen so einzeln trennen, ja. Und ich weiß, das soll wahrscheinlich so darstellen, dass die oben auf der Kante sitzen. Ich habe gedacht, das sind Leute, die sich erhangen haben. Zeig mal. Ganz ehrlich, mit dem Hintergrund ist es aber wirklich sehr makaber. Oder? Stell dir vor, die Leute, die da sind, die haben hier seine Musik gehört. Also das ist aber auch eine scheiß Idee. Ja, oder? Wirklich, das ist wirklich kacke hässlich. Ja. Also eigentlich, dass sie so sitzen, die Beine baumeln lassen und mein krankes Ich denkt irgendwie so, guck mal, die sind alle tot. Das ist übrigens ein Lied, was ich früher lieber gehört habe als heutzutage. Ich glaube, es hat sich auch so ein bisschen abgenutzt. Ich fand's nett, ich gebe dem auch 6 von 10, weil es ist zeitlos, wie ich schon meinte. Kann man mal hören, ich habe es jetzt auch schon ewig nicht mehr gehört, aber ist jetzt auch nicht ein Lied. Ich glaube, je nach Stimmung würde ich es anlassen, aber ich denke, oh nee, jetzt nicht, würde ich es auch wegmachen, aber ich würde es eher anlassen. Ich verbinde es immer mit Star Wars. Waren da die Wookies im Video? Nein. 1993 gab es kein Star Wars, glaube ich. So, dann kam ein Lied. Nee. Die Band heißt Cut and Move. Schöner Name für einen Friseur. Mhm. Mit Give It Up. Und, wie ging das nochmal, Olli? Na, 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 na. Baby, give it up, give it up. Baby, give it up. Ist auch ein Cover? Ja. Von der Band, weiß ich nicht, aus dem Kopf? Weiß ich nicht, das ist eine gute Band. Nee, aber ist auch ein Cover. Und ich finde diese Version besser als das Original. Hm. Und auch hier, Olli, das Cover, also mehr 90er geht nicht, oder? Beschreib mal, was du siehst. Also, man sieht erstmal so ein,
Also der weiße Hintergrund erstmal. Fangen wir mal genau mit dem weißen Hintergrund an. Dann haben wir da, ja, was sind das für Blumen erstmal? Auf jeden Fall schrille, bunte Glocken irgendwie Blumen. Ne? Keine Ahnung. Irgendwie so eine Glockenblumen. Ja, denn also die, also das Who is Who der Mode, der peinlichen Mode aus den 90ern. Wenn würde man es heute sehen, würde man denken, das ist eigentlich eine Parodie auf die 90er. Ich muss die Cover bei so silberner oder weißer Hintergrund. Dann sag's mal, ja, es ist so ein Cover, wo man denkt, das hat man gemacht, um die 90er zu parodieren. Yeah. Ich muss das alles bei Instagram posten. Ja. Das ist herrlich. Jetzt, aber dieses Lied, das hat mir früher so gute Laune gemacht. Na, 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 na. Das kriegt von mir wirklich eine 8 von 10. Echt? Von mir kriegst du 4,5 von 10. Ja. Weil ich fand's auch ein bisschen, war wieder so ein generischer Gute-Laune-Song, 4,5 Minuten lang, ganz nett, mehr aber auch nicht. Jetzt kommt der Witz, hier mag ich hasse ja sowas, aber hier mag ich diesen Rap-Part, wie der das macht. Also diese 90er-Rap-Parts, die sind auch einfach... 8 von 10 von mir. 8 von 10, Benjamin? Ja, das ist wirklich für mich, ich kann das hören, krieg gute Laune. Schreibst du da deine Punktzahl auf Benjamin? Nee, 4,5. Olli, wie viel würdest du dem Lied nehmen? Ja, also mich hat der Song, erinnere ich mich tatsächlich sogar noch, ziemlich genervt irgendwann. Das war so ein Song, der auch rauf und runter lief. Und ich würde dem tatsächlich auch nur eine 3 geben, 3 von 10. Das ist ein Song, den würde ich, glaube ich, wegseppen. Und Paul? Der war eigentlich ganz gut. Das ist ein Lied, da fühle ich, hat einen Wohlfühlcharakter, dieser Song. Den finde ich, da würde ich weiter, da würde ich mal mitgrooven. Ja, aber bei dem Paul McCartney, also wenn ich den auch so sehe. Der jetzt auch schon 83 ist oder so. Viele werden mich jetzt verurteilen, aber ich habe immer so das Gefühl, der hat irgendwie eine Schelle verdient. Nur wegen seinem Aussehen? Nein, wie er sich gibt. Okay. Willkommen im Jahr 2024, wo Gleichberechtigung immer wichtiger wird und Benjamin sagt, allein für sein Aussehen. Das war super nett und allein so, für sein Aussehen hat er eine Schelle verdient. Wie er sich im Video gibt. Ich habe das Video nicht gesehen. Siehst du? So, jetzt kommt ein Lied, das habe ich geskippt, nämlich von dem Künstler Snow in Farmer. Aliki Bum Bum Down. Auch ganz schwierig. Also, ich mag das Lied nicht unbedingt, aber es hat trotzdem eine Daseinsberechtigung, weil er ganz. Es hatte damals vielleicht seine Daseinsberechtigung, weil ich meine, es ist ein weißer Rapper, ja. Achtung, jetzt Gag, mit Vorliebe für Koks, wegen Snow. Ah ja, gut, cool. Ja, gut, ne? Ja, ja. Der war gar nicht schlecht. Ja, wie viel würdest du ihm geben? Boah, wie viel Koks ich ihm geben würde? Gar nichts. Ach so, wie viele Punkte? Ja. 7, auf jeden Fall eine solide 7. Oh, danke, das ist nett, ja. Ich hatte die Schallplatte von Informer. Auf der A-Seite war natürlich Informer drauf. Der hat so eine tolle Cappy auf, oder? Ja, auf der B-Seite, und steht so ganz cool da, also das kann er, konnte er gut. Und auf der B-Seite war Lonely irgendwie drauf. I'm lonely, lonely, lonely in Monday morning. Achtung, er war der Eminem seiner Zeit. Ja, nee, wirklich, kann man so sagen. Hast du schön gesagt und lag mir auch gerade auf der Zunge. Deswegen gebe ich dem Lied 3 von 10. Also ich mag dieses Lied auch nicht so, aber man muss sagen, wie er das singt. Es ist und witzig, so. Es ist witzig. Was heißt witzig? Es hat Trash-Bonus. Kennt ihr die deutsche Version eigentlich davon? Irgendeiner hat das mal parodiert? Ja, ohne Witz, mich hat das so ein bisschen an Mirko Nonchef erinnert. Ich weiß auch nicht, wieso, so diese Art und Weise, wie er singt. Ne? Kennt ihr noch, auch wenn das komplett anderer Stil ist, aber kennt ihr noch das Lied, es war Sommer von Stefan Raab? Ist ein anderer Stil? Naja gut, weil das halt Reggae ist. Ne? Aber da hört man auch so im Hintergrund so Mirko Nonchef. Was ich eigentlich extrem witzig finde. Und irgendwie hat mich das daran erinnert. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja, RIP Mirko Nonchef. Oh, schon jetzt 2-3 Jahre. Wie viel? 3 von 10. 3 von 10. Gut. Olli? Also du hattest die LP. Ich habe ich immer noch und 6 von 10. Okay, Benjamin? Obwohl er eben 7 von 10 gesagt hat. Ja, gut, aber, dass du mir gehört hast. Nee, hallo, der Witz von Thomas war 7 von 10. Ja, der war 7 von 10, hat recht. Aber mir fällt gerade auf, ich würde jedes Lied lauter machen im Auto. Ich würde die CD durchlaufen lassen und zu meiner Schwester sagen, guck mal, jedes Lied habe ich früher gehört. Ja. Deine Schwester würde während der Fahrt aussteigen. Jetzt kommt eines der ersten Highlights, ja. Nämlich die Toten Hosen mit dem Lied Sascha, ein aufrechter Deutscher. Der Sascha, der ist arbeitslos. Was macht er ohne Arbeit bloß? Er schneidet sich die Haare ab und pinkelt auf ein Judengrab. Ja, kritisch, ne? Aber es ist ja dagegen. Es ist ja dagegen. Zigeunerschnitzel, das ist gut. Auf Sintis hat er eine Wut. Finde ich cool, dass sie damals schon 93 Sintis gesagt haben. Mhm. Ja, also auch ihrer Zeit voraus. Wie geht's weiter? Hat eine Wut, er ist so gern Chivapsichi. Hier kommt Alex. Nee, das ist leider nicht. Also. Ich muss sagen. Da hat Benjamin wieder geskippt. Also ich sag mal so, das ist ein witziges Lied, es ist ein bisschen so Kinderstil, aber man darf nicht vergessen, in welcher Zeit das entstanden ist, nämlich damals nach Rostock-Lichtenhagen. Mm, ja. Wo auch so, also guck mal, in dieser Zeit sind ja so Lieder entstanden wie von Die Ärzte, Schrei nach Liebe. Mm.
Oder auch von Böse Onkels Deutschland im Herbst. Das war ja damals nach diesen Anschlägen da. Was war das nochmal? Irgendwo? Na, die haben Asylantenheim wiedergebracht. Asylantenheim wiedergebracht haben, ne? Und das war ja schon, deswegen finde ich, dieses Lied ist jetzt gerade auch wieder aktueller denn je, aufgrund dieser wilden Zeiten, in denen wir gerade leben. Ich finde aber von allen Liedern, die du gerade genannt hast, und da fehlt auch noch Dritte Wahl übrigens mit, danke, dass du sagst. Wie heißt denn das jetzt? Mach die Augen auf. Ja. Übrigens, das kriegt von mir eine 10 von 10. Den würde ich auch. Wirklich eine 10 von 10. Ja, ich bin okay, dabei. Okay, du hast recht, 11 von 10. Von Dritte Wahl kenne ich nur ein Lied, das kriegt von mir aber auch eine 10 ich von 10. Ich weiß, welches. Na, die Musik ist lange aus, die Band ist schon zu Hause, doch ich sitze noch hier mit ein paar Kumpels. Also, das sind die Momente. Und dieses Lied von Tote Hosen ist für mich das Schlechteste davon, deswegen kriegt es nur 4 von 10. Da, also hier habe ich ein bisschen Nostalgiebonus reinlaufen lassen und das Ding ist halt, pass auf, als wir damals in der Schule waren. Da war auch dieser geisteskranke Mitschüler, dem ich diese Narbe hier zu verdanken habe. Ne? Und immer, wenn ich das höre, ich glaube, er hat nicht verstanden, dass das Lied gegen Rechte ist. Ne? Weil er hat das mal so in der Klasse so gesungen, Sascha ist ein Rechter! Und da habe ich den immer vor Augen und musste drüber lachen, weil der so bekloppt war, der Typ. Ja? Der sich dabei auch so lustig auf den Oberschenkel geklatscht. Wie viele Punkte? 7 von 10. Also Leute, ihr könnt übrigens die Lieder live hören, während wir die besprechen, weil die sind halt noch auf Spotify. Ja. In meiner Playlist. Noch. Ja, noch. Sascha ist ein Deutscher und Deutsch sein, das ist schwer. Ja, ist ein wichtiges Zeichen gewesen, ist es jetzt auch wieder, deswegen eine 7 von 10. Ist jetzt dein Lieblingslied. Ich habe gesagt, bis jetzt ist es das erste Highlight. So, jetzt kommt. Hab ja gesagt, bis jetzt. Oh, das musste ich jetzt nochmal ändern. Jetzt spontan, so. Wie? Und zwar, was ist denn wie das? Kann man denn spontan was ändern? Vor allem, man darf seine Hausaufgaben nicht noch im Klassenzimmer in der Stunde machen. So, und zwar wird das nicht gemacht? Shakespeare's Sisters mit dem Lied Hello, hello, turn your radio on. Is there anybody out there? Ich glaube, ein Lied, was wir alle mögen. Ja. Ja. 7,5 von 10. Mag ich. Nämlich gebe ich eine 8, weil das ist so richtige Melancholie, eine ganz merkwürdige Stimmung hat dieses Lied, so unvergleichbar mit irgendwas anderem, finde ich. Und die E-Gitarre ist witzig am Ende. Da ist so eine knarzende E-Gitarre. Aber man darf das Lied nicht auf Kopf hören, weil am Ende ist so ein Piepton. Wenn man das zu laut hat, dann tut es weh im Ohr. Sowas liebe ich. So ein kriegt von mir, na gut, auch 8 von 10, obwohl ich Stay 1000-mal besser finde. Nee, ich mag das Lied mehr. Stay ist der bessere Song, aber ich mag den, finde ich, besser hier. Nein, das ist ganz oft so, dass man, ich kann manchmal sagen, wenn was qualitativ besser ist oder weiß ich nicht, bei Stay war das Video krass. So mit diesem Mann, der dann die Schläuche geschnitten und so, ne? Ja, und die eine ist die gute, also der Engel und die andere ist der Teufel. Die Teufelin. Ja? Super Video. Stay with me. Nee, aber da mag ich das Lied besser. Das hat auch weh im Kopfhörer. Ich weiß. Vor allem mein Deutsch gerade, ne? Da finde ich das, nee, da mag ich das hier besser. Mhm. Auch gut, ja. Jetzt kommt ein Song, den kennen wir auch alle und da muss ich sagen, da gibt es eine Version, die kriegt eine 12 von 10, ja, nämlich Four Non Blancs mit, wie heißt das eigentlich? Das heißt What's Going On? Es heißt nicht What's Going On, es heißt irgendwie What's Up heißt das Lied. Das Lied heißt What's Up. Genau. Und das kennen wir alle in der Masters of the Universe He-Man-Version. Ja, in der 10-Stunden-Version. Das ist so witzig, das müsst ihr mal eingeben, wenn ihr es noch nicht kennt, Schande über euch. Ja. Gebt bei YouTube ein He-Man Masters of the Universe What's Going On. Ja, ja? Und was guckt, eigentlich What's Up heißt. Ja, What's Up, ne? And a try. Oh my God, I tried. Und ich habe einen Helden da, der Koch. Achtet auf den Koch. Es ist so gut geschnitten, weil in dem Moment wird die Musik leiser. Ja, das sehr gut, Thomas, erklär den Witz. Ja. Ja. Na, wieso? Vielleicht kennt's nicht jeder. Na, das, darum soll ich ja gucken. Ja, okay. Entschuldig bitte. Also ich habe das Lied jetzt das erste Mal mit Kopfhörern gehört, mit guten. Man muss wirklich sagen, was die Frau für eine tolle Stimme hat. Also wie die sich, wie die singt, so in welchen Tonlagen. Und ich hab mal gelesen, dass eigentlich die Band gab schon und sie ist, glaube ich, dazugestoßen. Dann haben sie das eine Album gemacht und dann hat man sich aber nicht verstanden. Es sollte noch ein zweites Album geben und dann hat man sich getrennt. Und es ist eine reine Frauenband gewesen. Mhm. Und die Frau hat einen riesen Mund. Und sie war mal, ich weiß nicht, ob sie es immer noch ist, aber sie war damals in der Anfangszeit die Songwriterin von Pink. Beziehungsweise Pink, kennst du ja, die Künstlerin? Ja. Ja, für die hat sie Songs geschrieben. Das wusste ich nicht. Das muss ich auch nicht. Guter Fun Fact. Ja. Ja. Alles Fun Facts. Größter Mund. Und hier muss man sagen, das ist ein Lied, das fand ich mit 12 richtig, richtig gut. Heute ist es so, habe ich mich ein bisschen dran überhört. Es ist ein guter Song. Er passt in die Zeit.
Ich gebe trotzdem nur eine 6 von 10, weil er hat sich so ein bisschen abgenutzt. Ich geb denen auch eine 8. Ja. Und du, Olli? Also ich hatte, würde ich so vor ein paar Jahren, hätte ich dem Lied vielleicht eine 4 oder 5 gegeben. Aber seit der He-Man-Version kriegst du von mir eine 9. Naja, aber die ist für mich wieder außer Konkurrenz. Nein, ich muss das damit verbinden. Das ist, geht so. Nicht ohne. Jetzt kommt ein Benjamin-Lied, das hat er bestimmt mit Absicht reingeschmuggelt. U96 mit Love Sees No Color. Kenne ich nicht. U96, also ich kenne das Lied natürlich, weil U96, jeder kennt ja diesen Typen, der das Brot gemacht hat. Wie heißt der nochmal? Alexander? Alexandra Bechtel, nee. Haben wir den nicht mal gesehen sogar? Was, wir haben den gesehen? Oder mit wem war denn das? Mit einem Kumpel, glaube ich. Ich habe den mal irgendwo, wir waren irgendwo essen, da haben wir den gesehen von U96. Keine Ahnung, der hat jedenfalls früher sehr gute Musik gemacht, fand ich, in den 90ern. Ja. Und dann wurde es richtig schlecht und dann hatte der doch hier das Projekt mit der Frau. Rollergirl. So. Nee, war der das auch? Rollergirl war auch von ihm und er hat sie dann geheiratet. Aber später hier, wie hieß denn das hier, mit dem schönsten Arsch der Welt hier, so ein Du hast den schönsten Arsch der Welt. Das hat er auch gemacht. Aber das ist doch noch gar nicht so alt, oder? Ist noch nicht so alt. Ja, aber der hat richtig Müll gemacht zwischendurch. Mhm. Und dann hat er jetzt aber vor 2 Jahren oder sowas ein Album rausgebracht mit dem einen Typen von Wir sind die Roboter. Kraftwerk, genau. Und der eine Typ hat mit dem U96-Typen ein Album rausgebracht. Mhm. Man hört richtig, welche Lieder so von dem Kraftwerk-Typen sind und welche von U96. Und dieses Album kriegt von mir 9 von 10. Das ist richtig gut. Wie heißt das Album? Transmission, glaube ich. Okay. Das ist wichtig, damit auch unsere Hörer oder ich zum Beispiel mal reinhören können, um mir auch ein Urteil zu berichten. Okay. Aber ist interessant, dass einer, der aus der Techno-Zeit kommt und der andere so rein elektronische Musik gemacht hat, so dieses Zusammenspiel, dass die ein Album gemacht haben, finde ich interessant. Was den Song Love Sees No Color betrifft, habe ich auch... Love Sees No Color! Habe ich gut nachgemacht, das ist super gemacht, weil ich wusste nicht mehr, wie es geht. Ja, das ist ein bisschen witzig. Ich habe mir aufgeschrieben, es ist Autorennmusik für den Amiga, so vom Stil. Ja. Aber auch eine schöne Beschreibung. Ja, ich gebe 5,5 von 10. Ist so ein Mittel. Ja, 6,5. Ja, ist okay. Olli, kennst du das? Ich kenne den gar nicht, ne. Ja. So, jetzt kommt ein Lied. Aber Benjamins Gesang, also wenn das Lied so ist, wie er so dann auf jeden Fall eine 8. Also hier habe ich jetzt, kenne den Künstler nicht, Usura. Ich auch nicht. Ja. Und da dachte ich mir so, so eine Musik gab es aber früher öfter, die man so im Radio gehört hat. Gerade so eine so 95, 96, wo man nicht den Künstler kannte, das Lied eigentlich. Und das war in den Charts? Wow, jedenfalls Best of. Na, sag doch mal. Also Usura mit Wir bleiben bei diesem immer nur eine Zeile. Hier yeah, even your mind. Oh, genau. Oh. Also das war, ich muss sagen, es war richtig langweilig. Es ist so Trance-Mucke, ja, mit immer dieser selben eintönigen Zeile in Dauerschleife. Open your mind. Das kriegt von Open mir. Your mind. Also für mich war das nein. Es gibt wirklich jetzt auch mal aber ein Lied, was so ist, auch aus der Zeit, was ich geliebt habe, ihr werdet es hassen, kennt ihr noch? Droste, hörst du mich? Ja, natürlich geht es. Ein Klassiker. Von Mark Over, der glaube ich. Ja, das aber, ist auch eine 8 von 10. Aber kennt Droste. Ihr die, aber es gab doch dann Dr. Droste. Ja, mit Mark O, hörst du mich? Alleine schon, wenn es diese Antwort gab, ist das ganze Projekt witzig. Dr. Droste. Also dieses Lied hier, Open Your Mind. Open Your Mind, fand ich furchtbar langweilig. Eine 8 von 10. Das war so richtig was? So, wenn man... Ja, ich gebe eine 3 von 10. Ja, ich eine 8. Alter. Na, mach doch noch eine 3 ran, andersrum, da hast du auch eine 8. Okay, mach ich. So, Olli kennt das Lied nicht. Also doch, natürlich kenne ich. Du kennst? Open your mind. Das geht die ganze Zeit so und ich das mag das, du? Weil ich mag sowas. Das ist nicht schlecht, oder? Das ist nicht schlecht. Ich mag auch zum Beispiel generell so ganz simple Sachen wie zum Beispiel Brooklyn Bounce, da mag ich auch sehr viele Lieder, obwohl die ja nun auch nicht so anspruchsvoll sind. Ich mag das mit bin halt ein simpler Typ. Aber dass du das Lied kennst, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Dann bin ich mal gespannt, ob Olli das nächste Lied kennt, nämlich M People mit One Night in Heaven. Nee, ich kenne One Night in Bangkok. Kannte ich nicht vom Titel her, als ich es gehört habe, kannte ich das wieder. Und ich muss sagen, das ist auch eine 8 von 10. Wie geht denn das? Ich fand's gar nicht schlecht. Weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Hören wir Benjamin gleich nochmal singen? Nee, aber mir fällt gerade ein, dass U96. Also die Strophen sind ein bisschen langweilig, die Bridge fand ich gut und der Refrain ist so ein bisschen, habe ich mir aufgeschrieben, es ist nett für eine Kinderdisco. Boah. Ja, so weiß ich nicht, so vierte Klasse. Kennt ihr noch das Pop-In? Nee. Es war eine Kinderdisco hier in Berlin.
U6 bestimmt in Charlottenburg, stimmt's? Nee, ich weiß nicht mehr, wo das war. Weil du bist ja auch nie aus deinem Kiez rausgekommen, ne? Nee. Oder war das, hat dein Vater das gemacht auf dem Dachboden, hat so ein Schild dran gemacht? Pop-in. Das kann auch, da ich nicht mehr weiß, wo das ist, kann das natürlich auch gewesen sein. Und ich war ja. Und hat so Eintrittsgeld auch genommen. Kennst du noch das Lied Heaven, wo so eine Frau so auf einer Schaukel? Heaven. Kennst du? Nein. Auch von U96-Typen. Der hat eigentlich die ganzen Jahre hat er immer irgendwelche Hits gehabt. Also ich mochte Roller Girl. Dear Jesse, she's a loser. Und Frau auf der Schaukel kenne ich nur auch aus der Zeit. Bin so froh, dass ich ein Mädchen bin. Dass ich ein Mädchen bin. Ja, ist auch 93 gewesen. Auch so die Zeit, ja. Da war ich, wir beide, wir wissen ja, welches Lied wir von Lucy Electric. Das findet man nirgends. Ich weiß. Ja, das gibt es in so einer ganz schlechten Version auf YouTube. Bye, bye, ja, mein Sonnenschein. Das ist richtig traurig, ne? Ja. Das ist gut, aber das gibt's leider nicht bei Spotify. Ja. Es gibt nicht viel von Lucy Electric. Ja, 5,5 gebe ich M. People mit One Night in Heaven. Das ist halt auch so mittelmäßig. So, jetzt kommt ein Lied, das kennen wir alle. Bei welcher Nummer sind wir denn jetzt eigentlich? Kommt nicht mehr viel. 3-4 Lieder kommen noch. Ich habe auch gar nicht mehr aufgeschrieben. Okay. Ace of Base mit All That She Wants Is Another Baby. Mach dich nie so. Habe ich auch mir aufgeschrieben, habe ich nie wirklich gemocht. Ich habe immer lieber gehört The Sign. I saw the sign. Na, 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 na. I saw the sign. Kennt ihr das noch? Ja, ja, natürlich. Ace of Base ist super. Ja, aber All That She Wants war mir immer ein bisschen zu negativ. Aber der Text ist eigentlich gut. Ich finde, die Band ist, glaube ich, auch eine schwedische Band oder so, ne? Mhm. Und ich finde, die hatten auch so einen ganz, ganz schönen, sanften Stil. So ein bisschen, ja, weil dann man ab und zu mal ein Saxophon dazwischen gehört hat, hat man sich toll gefühlt, wenn man denkt, man hört so Pop-Jazz. Ja. Die haben auch ein paar Lieder, die nur elektronisch sind, ohne Gesang übrigens. 5 von 10. Ich mochte das Lied nie. 6 von 10. Weil der Text ist okay. Aber wie gesagt, ich würde das sein, würde ich 8 von 10 geben. Die hat noch dieses andere Lied irgendwie. Don't turn around. Don't turn around. Das war okay. Who's bad? Dum, 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 dum. Das war was anderes bei mir. Also. So, jetzt kommt ein Song. Gespannt. Also, ich lese jetzt nur mal vor. Ich habe ja die Liste gemacht. Ja, pass auf, ich lese also jetzt, genau, vielleicht kannst du raten. Also, früher 90er-Jahre-Rock mit dem immer gleichen Akkord und dem gleichen Tempo. Das Album erschien schon 1991 und die Single 1993. Also, das heißt, sie haben über 1,5 Jahre dieses Album irgendwie ausgeschlachtet, ja. Ich habe mir aufgeschrieben, super nervig und auf Dauer langweilig. Ich mag's. 7 von 10. Es ist Two Princes von Spin Doctors. If you that's gonna get you. Lala. Auch gute Laune-Song. Ist es ja? Der ist eigentlich, ganz ehrlich, wenn du den ganz konzentriert hörst, ist der mega langweilig. Aber ich finde, es ist ein gute Laune-Song. Ich mag den Schluss nicht so. Es geht so ewig lang. Auch der hört nicht auf. Der hört nicht auf. Er kann nee, pass auf, besser. Ja. Der fängt nicht an und hört nicht auf. Der ist einfach nur so. Der ist einfach da. Ja? Der ist gegenwärtig. Dann hört man so irgendwie so. So zwischendurch. Und auch das Gitarren-Solo ist langweilig, aber irgendwie ist es ein guter Laune-Song. Haben die eigentlich noch was gemacht, was man kennt? Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, die waren mal vor 10 Jahren oder so in Berlin und angeblich haben sie 3-mal am Ende Two Princes gespielt. Also so, Lied war vorbei, Zugabe auch nochmal Two Princes. Also wirklich nur ein Lied. Das ist voll ganz eine Stimme, wenn man nur eine Sache hat, mit der man bekannt geworden ist. Das ist so wie mit Lemon Tree von Fool's Garden. Übrigens mega langweilig, ich weiß nicht, ob der kommt wahrscheinlich nicht vor in deiner Liste. Lemon Tree kriegt von mir 2 von 10. Lemon Tree war auch später. Das Lied nervt mich richtig. Also wenn ich das höre, würde ich wirklich weiterschalten. Die haben so viel Scheißgeld damit verdient. Ja. Die verdienen damit heute noch Geld. Die müssen eigentlich nie wieder arbeiten. Aber das, was Olli gesagt hat, das stimmt. Weißt du noch, wo wir bei Rio Reiser beim Theaterstück waren? Ja. Und da haben die live die Lieder nachgespielt von Rio Reiser. Das war super. Und dann haben die alle zum Schluss gerufen, Zugabe, Zugabe. Und dann haben die gesagt, ja, wir können nur 3 Lieder. Genau. Aber sie haben dann wenigstens nochmal hier 2 von Millionen gespielt. Genau. Also es war echt der beste Song auch. Ja. Wie die den dargeboten haben. Ja. Auch so, finde ich, ist es einer von Tonsteine Scherben der beste Song. So, jetzt kommt The Beloved mit Sweet Harmony. Ich habe vergessen, wie es geht. Ich kannte es, aber ich habe schon wieder vergessen. Oh. Habe ich mir nur aufgeschrieben, perfekt für eine Kuschelrock-CD. Sweet Harmony? Ach, ich weiß. Right now. Sweet Harmony, right now, genau. Die hören sich so ein bisschen an wie Right Side Fred, heißen die so? Ja. Mit I'm Too Sexy for My Shirt? Ja, so ein bisschen hat er so die Stimme, finde ich. Finde ich nicht. Gut.
So, und jetzt kommt... Ja, wie viele Punkte? Hab ich ja schon gesagt, 3 von 10. Na, das kriegt eine 5 von 10. Ja, ich fand's so eintönig und langweilig. Okay, das Lied davor hast du auch gesagt, das ist eintönig und langweilig. Ja, aber das ist ein guter Laune-Song. Und das war so... So, jetzt kommt ein Lied, da weiß ich, das findest du schlecht. Und ich gebe dem 8 von 10, nämlich R.E.M. mit Drive. 1 von 10. Nee, weil das... Ich mag da diese Endzeitstimmung, die ganze Zeit in dem Song ist. Das Lied ist so langweilig. Smash. Na. Where you are. Das habe ich nie gemacht. No. Das Album ist auch super. Da ist ja auch drauf Losing My Religion und so. Oder ist es auf dem Album davor? Was ist Losing My Religion schon so? Nee, das alt? Ist, warte mal, Losing My Religion ist von 91 und das Album hier, Drive, ist von 92. Was ist denn da drauf? Also erstmal mal. Everybody Hurts ist auf dem Album drauf. Ich stimme nicht. Ja. Wenn ihr diesen Podcast hört, der Sänger wird auch sagen, deine Stimme mag er auch nicht. Ja. Nee, ich mag da diese Endzeitstimmung. Der geht einen Tick zu lang, der Song. Ja, so ungefähr 3 Minuten. Da wünschst du dir wieder diese Explosion wie in dem E-17-Song, ne? Gleich am Anfang, ne? Nee, oder? Dann ja. Habe ich auch lieber Mr. Wayne. Gordon, nee. Mr. Wayne. Also man kann sagen. Was singt sie denn, Gordon? Soll ich es mal call vorlesen? Call me! Nein, warte mal. Ja, doch, call me, Mr. Komm, du hast auch die Call me verstanden, sei ehrlich, Thomas. Doch. Also pass auf, sie singt, call him Mr. Raider, call him Mr. Wrong, call him Mr. Wayne, Mr. Wayne, call him Mr. Raider, call him Mr. Wrong, call him insane. I know what I want, I want it now. Ist mir egal, ich kann nicht singen. Ja, und das war die Hausaufgabe. Vielen Dank, lieber Benjamin, für diese Experience. Das freut mich. Wie machen wir es mit der Benotung? Gleich nach dem Vortrag also oder vor später 10 Punkten kriegt Thomas von mir... Er hat sich schon Mühe gegeben, halbwegs. Aber die Hausaufgaben ein bisschen verfehlt, weil ich weiß eigentlich, wenn ich ehrlich bin, immer noch nicht, was sein Lieblingslied war jetzt davon. R.E.M. mit 8 Punkten. R.E.M. Gut. Und auf Platz 4? Müsste ich auch nicht. Ja, das vorbei, ne? Ja, deswegen. Also die Hausaufgabe, hast dir Mühe gegeben, dafür, dass du wenig Zeit hattest, deswegen noch eine 7 von 10. Oh, ich hätte jetzt mit einer 3 gerechnet. Nee, also trotzdem. Ja. Also ich finde auch, er hat sich Mühe gegeben, schöne Fakten, ein bisschen was Persönliches dazu. Aber bei mir schafft Thomas es nur auf 6 Punkte, weil ich mich so gefreut habe auf diese Spannung, auf den Spannungspunkt. Du fängst mit deinem schlechtesten Lied an, dann freuen wir uns alles so, was hat Thomas auf Platz 1, was hat Thomas auf Platz 1? Ja. Und diese Spannung hat dir komplett gefehlt, Thomas. Verstehe ich. Ja. Also trotzdem bist du ein blöder Wichser. Ja, auch das verstehe ich. Warte mal, 5 Punkte. Ja. Danke. Aber ich will, also wir können ja nochmal die Hörer entscheiden lassen, ob sie das trotzdem unterhaltsam fanden, weil es war ja auch ein Gespräch zwischen uns. Wisst ihr, was ich mache? Diese Lieder stelle ich online auf Patreon und die können abstimmen. Was diese ihr davon? Lieder sagen mehr als das. Das ist das Beste, was wir je gemacht haben in diesem Podcast. Großartig. So, deine Wundertüten. Die Wundertüten. Also, ich war im Laden. Was ist jetzt eigentlich deine Hausaufgabe gewesen? Nur die Wundertüten kaufen? Also irgendwie Wundertüten öffnen. Ich habe ja gedacht, dass wir nicht mehr so scheiße machen wie früher. Baby muss ein komplettes Beatsex-Video nachstellen und filmen. Ja, deswegen war ich ja der Meinung, komm, kauf einfach eine Wundertüte, öffne die und wir erfreuen uns an dem Inhalt. Und dann heißt es plötzlich, du musst Bravo jetzt komplett bewerten. Okay, ja? Ich musste einen beschissenen Film gucken. Na gut, dich zu quälen macht ja Spaß. Aber das ist doch keine Quälerei. Olli, wie war das mit der Doppelmoral vor der Aufnahme? Ja, genau. Also ihr könnt mir wirklich immer so eine Hausaufgabe stellen, so mit Musik hören. Ich liebe sowas. Ja, komm, es hat der Unterhaltungswert. Ich habe mir Mühe gegeben. Ja, habe ich ja gesagt. 7 von 10. Also, ich soll einfach 2 Wundertüten. Eine hat Thomas gesagt, da dachte ich so, eine ist zu harmlos. Ja, gut, aber ich hol 2. Okay, das ist ja cool. Ja. Aber dann hör auf rumzujammern, dass es 12 Euro kostet hat. Ja, weil es war deine Entscheidung. Du hast dich dafür entschieden, das doppelt auszugeben. Ja. Also, ich war in Spandau. In so einem. Kennst du auf diesen Bahnhöfen, wie heißen die? Wie heißen die denn, die Läden? Ja. Diese Obernis-Kioske? Ja, wo so ganz viel Zeitschriften sind. Ja. Und der in Spandau ist gut, weil der riesig ist. Ja, aber wie heißen die denn? Die haben so einen bestimmten Namen. Park Book, and Book and Press heißen die, glaube ich. Ja, komm. Oder hin. Press and Book. Ja. Oder Pressbook. Oder auf alle Fälle. Oder Laden. Habe ich gesehen. Früher waren ja Wundertüten so. Da waren keine Zeitung drin, sondern irgendwas zum Spielen und wirklich so überraschend. Und die waren auch aus Papier noch richtig. Aus Papier. Richtig schöne Papiertüten. Und wirklich meistens so blau für Jungen. Genau. Also so ähnlich wie bei Praxis Dr. Hasenbein, wo Helge Schneider. Das war ja eigentlich auch mein Wunsch, dass du mit so einer Wundertüte kommst. Gibt es leider nicht mehr. Es gibt nur noch so Wundertüten, wo Zeitschriften drin sind. Und deswegen habe ich mir jetzt aber 2 ausgesucht. Einmal extra große Mädchenwundertüte, ja.
wo steht, zwei coole Magazine sind drin, aber man weiß nicht, was für Magazine. Zwei coole Mädchenmagazine, ja. Wahrscheinlich. Mhm. Und zwei tolle Extras. Was meint ihr, sind die Extras extra noch da drin oder sind es einfach die Extras aus der Zeitung? Ich würde sagen, die sind noch extra da drin. Mhm. Sonst wäre es echt ein bisschen beschiss. Und ich würde sagen, sie sind zu 100% aus Plastik. Okay. Weil wir, okay, dann sage ich 1000% aus Plastik. Mhm. Witzig, mehr als 100% geht ja nicht. Mhm. Er ist jetzt trotzdem besser als ich. Ja. Wollen wir jetzt noch raten, was da für eine Zeitschrift drin ist? Darf ich nochmal, ich muss es mal sehen. Ich muss mir mal das Cover angucken, bitte. Gut. Also ich würde sagen, einmal ist da die Bravo Girl. Das groß, nein, sowas ist extra da nicht. Extra große Mädchenwundertitel, zwei tolle Extras. Ich sag, eine Barbie-Zeitung ist da drin. Okay. Und irgendeine Pferdezeitung. Das war wirklich spannend, weil man nicht weiß, was drin ist. Ja, das sagt deswegen. Ja. Deswegen Wundertüte, Thomas. Wow, nee, du hast das Prinzip verstanden. Nein, es gibt auch Lego-Zeitung, Wundertüte. Und da sieht man schon, welche. Es gibt auch Wundertüten von der Mickey Maus. Da sind auch zwei Hefte drin und Extras. Deswegen, aber das ist ja hier, hier steht nur Mädchenwundertüte, da kann alles drin sein. Ich habe schon krass ausgesucht, oder? Ja. Also, okay. Warte mal. Es. Auf jeden Fall muss irgendwas drin sein mit einem Pferd, weil hier ist so ganz viele Hinweise irgendwie, dass Pferde toll sind. Thomas glaubt, da ist ein Pferd drin. Thomas. Du bist ja wirklich. Das würde ersticken in der Zeit. Wirklich. Vom Platz her wäre es auch. Und du brummst. Ja. Lehn dich mal nicht auf den Tisch an. Ja, gute Idee. Hier. So, darf ich auch. Willst du auch nochmal eine Stunde raufgucken? Ja, unbedingt. Oh. Also, wir schreiben ja gar nicht, was man hier sieht. Also, die ist natürlich rosa gehalten, was die Kinder natürlich, die Mädchen natürlich anspricht. Dann sieht man hier ein sehr, sehr junges Mädchen mit einem kleinen Welpen, mit so einem Labrador-Welpen, ist natürlich auch super. Und unfassbar viel abgebildeten Tinnef ringsrum. Und Tinnef. Und ein Donut. Tinnef, auch ein altes wollte Wort. Wollte ich sagen, ne? Wort wieder, was wieder man nicht mehr sagt. Sein, ja, und dann I Love Horses, ja. Ansonsten ist sie halt aus Plastik, glänzt schön. Und ich bin gespannt. Okay, Thomas hat mir netterweise eine Schere hingelegt. 7/10. Schneidet Benjamin die Mädchen erstmal den Kopf ab. Ja. Oh, oh. Seid ihr auch so aufgeregt? Ja, ich bin wahnsinnig aufgeregt. Wahnsinn, ja. Also bis jetzt fand ich das Spannendste heute, weil immer noch der Autoschlüssel da abgebrochen ist. Also, pass auf. Es sind wirklich nur zwei Zeitungen drin, Zeitschriften. Oh, wirklich aber nur dann, mit denen? Dann ist in der Zeitung sind noch die Extras ja, drin. Aber ja, das aber ist das ist dann für mich kein Extra. Weil hier steht plus zwei tolle Extras plus zwei coole Magazine. Ja. Und das Extra in den Magazinen gehört für mich zu den Magazinen. Also, ich habe aber du darfst es ja nicht so sehen, also du musst es so sehen, besser gesagt. Normalerweise sind diese Hefte ja am Zeitungsstand und da ist das Extra ja auch drin. Und jetzt hast du die Hefte nochmal so weiß nicht, restemäßig in der Wundertüte drin. Olli weiß, was ich meine. Da stehen vier Sachen drauf, so plus zwei, plus zwei. Und die haben einfach die Magazine, haben sie einfach das extra sozusagen extra nochmal hier drauf. Weil würde ich das Magazin so kaufen, hätte ich das extra ja auch. Das ist ja dann kein extra. So. Was ist denn das erste? Also, ich habe Prinzessin Lillifee, Feenspaß. Und da ist. Was ist denn das überhaupt? Das ist, glaube ich, so eine Prostituiertenperücke. Ja. Nee, das ist ein Fächer. Ach so? Nah dran, Olli, nah dran. Also Leute, aber Thomas, guck doch mal, wie das aussieht. Wir packen das mal aus. Gut, denn ein Prostituiertenfächer, das aber auf jeden Fall. Guck dir das doch mal an. So, wir schauen mal, ob der auch gut funktioniert. Ja, ja also zusammenklappen kann man ihn nicht. Also der ist steif. Und er staubt ganz schön. Ich sehe die ganzen Fusseln hier gerade durch die Luft. Alter, was ist das denn? Der fällt ja schon auseinander. Das ist das Extra. Das ist ja der Hammer. Ich glaube, wenn man so wedelt, atmet man die ganzen Fehlen und bei jedem soll ich dir was sagen? Das ist hochgradig krebserregend. Und bei jedem Mädchen, die hat, ist, glaube ich, die Karriere schon vorprogrammiert. Okay. Oh, wow. Da freut man sich. Das ist Qualität. Aber das kannst du ja zumindest jetzt noch zweitverwerten deiner Tochter schenken. Ab wie vielen Jahren ist denn das eigentlich, Benjamin? Ist das irgendwie mit Mindestalter? Das Zeug ist ekelhaft. Weil ganz ehrlich, so eine Dreijährige wäre hier bestimmt schon dran erstickt. Also erstmal ist das Heft aus dem Jahr 2021 und das ist das erste Sonderheft. Steht hier. Und das letzte. Das Prinzessin Lillifee Magazin. Und es war bestimmt das letzte. Wie heißt ach, denn? Jetzt weiß ich, jetzt erkenne ich auch den Sinn dieser Wundertüten, weil wenn die neue Zeitung rauskommt, müssen die alten ja weg. Und natürlich. Damit die nicht weggeschmissen werden, werden die einfach in so eine Wundertüte gesteckt. Das ist einfach nur nochmal Zweitverwertung, um nochmal eine schnelle Mark zu machen. Oh, und dann ist hier jetzt noch Simsalagrim.
überall diese Fäden. Die sehr genau. Witzig. Und in der Wundertüte für Herren ist eine alte Bild und eine alte BZ drin. Simsalagrim ist ja eine Zeichentrickserie. Und es ist der Hammer. Hier, dieser, was ist denn der? Er hier? Er ist ein Salamander oder so, ne? Was, das ist eine Zeichentrickserie? Ja. Und ihr kommt nie darauf, von wem der gesprochen wird. Dieser komische Typ da, was ist denn das? Ein Salamander oder so, ne? Müsstest schon einen Tipp geben, weil die Auswahl ist ja schon sehr, sehr groß. Okay, sag mal so, es ist eine deiner Lieblingszeichentrickserien und sie ist eigentlich nicht für Kinder. South Park. Von Santiago Ziesma gesprochen. Benjamin ist sehr nah. Okay. Ja. Wie wir so buddet. Nein. Du warst doch gerade nah. Das South Park hab ich gehört. Ja, aber wer? Ach so. Ja, ich kenne die Sprecher da nicht mit Namen, muss ich gestehen. Die Mutter. Nein. Cartman? Ja. Echt? Der wird von Cartman gesprungen. Und das ist so witzig, guck dir eine Folge South Park an und dann guckst du dir eine Folge Simsalagrim an. Es ist so witzig, weil er hat dieselbe Stimmfarbe. Ja? Also man hört sofort raus, dass es Cartman ist, nur dass er nett und lieb ist. Also was interessant ist, das Heft ist die Nummer 1. Ja? Mhm. Und als Extra ist hier drin zum Spielen, extra mit Ausrufezeichen. So ein Schminkset? Ein Schminkspiegel. So. Den Fake-Lippenstift. Und so ein Puder. Benjamin. Nicht Puder, sondern Parfüm. Von wegen Fake. Ich möchte, dass du das jetzt auspackst. Okay. Und ich würde gerne sehen, dass du dich ein bisschen damit schminkst. Aber das ist die Ausgabe 1. Vielleicht hat die richtig Wert. Ganz bestimmt. Ich würd's. Und ich möchte wissen, wie das Parfüm riecht. Das ist einfach nur Zuckerwasser wahrscheinlich. Dann ist gar nichts drin. Okay. Trotzdem, Benjamin, ich möchte, dass du den Lippenstift ausmachen. Es tut das weh, das aufzumachen. Warum? Denkst du, das hat Sammlerwert? Ja? Dann hätte ich jetzt aber eigentlich den Kompromiss, weil es ist langweilig, in einem Podcast jetzt dich hier zu schminken. Du musst es für YouTube machen, wie du es eigentlich machen so wolltest. Schminken? Das ist Plastik, das ist nicht echt. Er will ja jetzt hier. Warte mal, ich... Olli, pass auf. Doch sein können, dass das so eine Kinderschminke ist. Ich verstehe den Wunsch dahinter, aber ich möchte sagen, es ist 8:45 und wir machen noch ein Quiz. Ja, wir machen noch ein Video davon. Ganz kurz. Ja. Jetzt hast du ja noch die Wundertüte. Wollen wir der Spannung wegen jetzt sagen, jetzt ist Olli dran und danach machst du die Wundertüte auf? Okay, das ist so aufregend. Olli. Ja, das ist Olli. Gut, jetzt ist Olli dran. Was hatte denn Olli für eine tolle Hausaufgabe? Also, ich bin nun, der ein oder andere Hörer mag es schon gemerkt haben, kein Star Wars, Star Trek und den ganzen Mist, sowas gucke ich halt nicht. Und ihr werdet heute auch höher raushören. Skandal! Ich das nicht höre. Und ich musste mir angucken, damit tatsächlich gucken, ich glaube, der Teil hieß Der Aufstand. Ja. Ich musste mir Star Trek 9 angucken. Olli. Der Aufstand. Und ihr habt euch diese Folge ganz bewusst ausgesucht, glaube ich. Ja, pass auf, 9. Klasse oder 10. Klasse hatte ich diesen hervorragenden Witz. Mhm. Oh. Thomas ist ausgerastet. Den hast du doch schon letztes Mal erzählt. Ja, aber der ist immer noch lustig. Da habe ich gesagt, das ist der Film. Pass auf. Star Trek, Der Aufstand. Stell dir jetzt den Film vor, wie da so die Brücke ist. Der Aufstand. Und du weißt jetzt, was die Brücke ist, ne? Der Titel wird eingeblendet, Der Aufstand. Der Captain steht auf und die anderen im Hintergrund stehen auf, aus. Wer im Vergleich zu dem echten Film bei mir eine 10 von 10 gewesen. Und ich habe überlegt, wir haben den ja damals im Kino gesehen. Ja. In den Gropius-Passagen. Ja. Und haben wir den nicht sogar in der Mitternachtspremiere gesehen? Ich bin der Meinung, es war sehr spät. Ich bin eingeschlafen. Ja, definitiv bist du eingeschlafen, ne? Nicht wegen der Handlung, sondern nur wegen der Uhrzeit, ne? Ja. Aber wir haben den, glaube ich, damals wirklich am Startwochenende gesehen. Habt ihr den Film denn, also Thomas meinte ja schon, er hat den Film jetzt, wann hast du das letzte Mal gesehen? Ich habe ihn ohne Witz vor 2 Monaten das letzte Mal gesehen. Okay, okay. Aber davor Jahre nicht. Und Benjamin? Weiß ich nicht, 6 Jahre, 5 Jahre. Ich will nur gucken, ob ihr meinen Erläuterungen ein bisschen folgen könnt. Sehen. Na gut, Benjamin weiß, glaube ich, nicht mal mehr, was er heute Morgen zum Frühstück hatte. Ich weiß, dass die beiden am Anfang singen. Ja, das ist dieser Gag mit irgendwie Kenzie Gilbert und Sullivan. Tut mir leid, Sir, die neuen Crewmitglieder wurden mir noch nicht vorgestellt. Na jetzt muss Olli erst Das sind Komponisten aus dem 19. Jahrhundert, Worf. Ich habe den Film, meine Hausaufgabe war natürlich eine kleine Zusammenfassung zu dem Film zu schreiben. Ja. Ich habe mir den Film tatsächlich angeguckt und alles, was mir so an Gedanken und so wie ich den Film sehe, so wie ich den Film verstehe, ja, das habe ich halt zu Papier gebracht. Ja, das ist gelogen, du hast deinen Laptop. Ich habe es zu Bildschirm gebracht. Ja. Ach, wenn, Thomas, lass doch mal so ein bisschen, na egal. Ich fange einfach mal an, ja. Haben wir Popcorn? Du dürft gerne zwischendurch auch was sagen, wenn ihr das Bedürfnis verspürt. Also, ich mache den Film an. Wir sehen das Paramount-Logo, das kenne ich. Tolle Sachen wie nackte Kanone haben die gemacht. Olli freut sich auf tollen Slapstick-Humor. Ich wechsle übrigens so ein bisschen aus der Sicht, aus meiner eigenen Sicht und ich rede über mich als dritte Person. Habe ich einfach mal so gemacht.
Aha. Oh, Regie Jonathan Frakes. Ich mag X-Faktor. Meine Vorfreude ist nicht mehr messbar. Das ist schon lustig. Das kriegst du schon eine 10 von 10. Großartig, wenn er wieder wüsste, es geht so weiter. Der Film beginnt. Sehen alle sehr komisch aus. Neben langweilig aussehenden Menschen gibt es da eine Crew in coolen Uniformen. Jemand mit extrem ledener Haut und Streifen. Und jetzt kommen noch Leute in roten Stramplern hinzu. Vor denen haben alle große Angst, denn sie schießen auf die. noch einer, der nicht gesund aussieht. Er ist ganz blass und hat keinen Unterkörper. Hat wohl noch nie Sonne gesehen. Das macht mich ein bisschen traurig. Endlich Jonathan Frakes. Aber anstatt mir optische Täuschung vorzuführen und unheimliche Videoclips zu präsentieren, trägt er einen merkwürdigen weißen Anzug und zeigt ganz schön Brust. Ist euch aufgefallen, wie sehr er da seine Brust nach vorne streckt in dem Film? Ich finde extrem witzig. So würde ich wirklich ein Kulturschock sein, wie er da sonst hier... wie heißt das, X-Faktor macht, und jetzt sieht ihn so als... Na, er hat ja diese weißen Uniformen, das sind so Gala-Uniformen. Die haben ja einen Empfang. Okay. Jetzt sind wir wohl auf einer Hochzeit. Hier wird Violine gespielt. In welchem Jahrtausend spielt der Film eigentlich? Musik ist immer aktuell. Nein, das ist, weil zu dem Zeitpunkt in der Welt der Dominion-Krieg herrscht, müssen die neue... Völker generieren, die sie dabei unterstützen. Okay. Da ist noch eine Art Wolfsmensch und so ein Blaumensch. Außerdem ist da noch ein wichtig aussehender Mann mit Glatze, der sich gerade eine alberne Perücke aufgesetzt hat. Jetzt erkenne ich, das ist keine Hochzeit, sondern eine Faschingsfeier. Der Mann mit der Glatze scheint die Hauptrolle zu spielen. Der Typ mit der Lederhaut lässt sich gerade piercen, dafür werden in Zukunft wohl Wurstzangen benutzt. Es kommen weiter merkwürdige aussehende Menschen, auf die ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen möchte. Wir sind auf der Brücke. Ab hier verstehe ich nichts mehr. Der Wolfmann hat sich gerade den Kopf gestoßen. Olli muss etwas lachen. Der mit der Glatze scheint so eine Art Chef zu sein. Er gibt Befehle und alle hören auf ihn. Außerdem nimmt er ständig an wichtigen Videomeetings teil. Der Chef singt gerade ein lustiges Lied. Komm raus, wo immer du bist. Sie werden beschossen und er muss aufhören zu singen und muss wieder Befehle geben. Das macht mich schon wieder ein bisschen traurig. Aber nach der Schießerei machen alle Karaoke. Das finde ich sehr gut. Sie haben alle viel Spaß und als kurz der Monitor mit dem Text eingeblendet wird, kann ich sogar ein kleines Stück mitsingen. Oh, sie scheinen abzustürzen und alles dreht sich. Das sieht extrem billig aus. Man hat einfach nur die Kamera rotieren lassen. Naja, der Film ganz ist... Kurz, bei dem Film war nicht ILM für die Effekte zuständig. Das ist so Kritik, dass die Effekte in dem Film nicht so geil sind wie sonst. Definitiv. Aber wenn man bedenkt, dass der Film aus dem Jahr 1998 stammt, ist das extrem billig. da sind auch zwei Frauen. Die eine ist sehr hübsch, die andere nicht so. Ich verstehe wieder nur Bahnhof. Aber über den Warp-Antrieb wird gesprochen, von dem sogar ich schon mal gehört habe. Und er scheint hier etwas ganz Besonderes zu sein. In dem Videocall gerade muss der Glatzenchef etwas Schlimmes erfahren haben. Er sieht sehr traurig aus. Jetzt merke ich, dass wir in der Zukunft sind, weil der eine hat so eine Art USB-Stick. Und das 1998. Wow. Jetzt wird's krass. Jonathan Frakes wird rasiert. Und mir wird etwas unbehaglich. Ich möchte ihn nicht ohne Bart sehen. Also, er wird am Bart rasiert, Leute. Ja, das ist alles jugendfrei noch bis jetzt. Währenddessen macht der Glatzenchef mit seiner Crew eine Art Waldspaziergang. Das finde ich gut, weil sowas stärkt das Team. Und auch der blasse Typ hat Spaß. Und geht sogar ein bisschen ins Wasser. Und obwohl jetzt sogar gepaddelt wird, gucken alle ganz ernst. Endlich wird wieder geschossen. Wir sind jetzt auf einer Art Krankenstation und hier fällt mir was auf, was sich durch den ganzen Film zieht. Und zwar schlechte Hintergrundschauspielerei. Ist heute schon auf, also wirklich, hinten ist wirklich ganz grottig. Die Statisten sind nicht so geil, ja. Wirklich mega grottig. Die Becher auf dem... Witzig, also das ist nicht das größte Problem des Films, aber ich möchte nicht mehr dazu sagen, dass du sagst, die Hintergrundschauspielerei ist schlecht. Die Vordergrundschauspielerei auch, aber da habe ich nicht so drauf gehabt. Ja, der Film hat andere Probleme, aber egal. Die Becher, aus denen getrunken wird, sind auch ganz witzig. Der Glatzenchef ist ein bisschen dumm. Er hält einen 12-jährigen Jungen für 75. Der Glatzenchef macht mit der hübschen Frau jetzt einen kleinen Nachtspaziergang und sie bewundern ein buntes Stück Stoff. Quizfrage, hast du die Synchronsprecherin erkannt? Nein. Clarissa Franklin. Ach echt? Das war Judy Winter. Habe ich nicht drauf geachtet. Also wie gesagt, was sie, also ich habe mich da... Na gut, bis jetzt habe ich auch noch nicht einmal den Namen von dem Glatzenchef gehört. Ich weiß, das gehört zum Humor gerade, aber... Oder hast du mitbekommen, wie die heißen? Nee, tatsächlich nicht so. Du hast nicht mitbekommen, wie die sich ansprechen, ja? Das habe ich jetzt nicht als relevant empfunden. Kapitän Iglo.
witzig, das machst es doch lustiger. Aber jetzt, nicht Captain Igloo, sondern Kapitän Igloo. Aber eine Stimme habe ich erkannt. Ich höre die Stimme von Dr. Cox, die hier noch sehr jung klingt. Ja, da spricht er den Geordi. Genau. War auch ein Skandal, weil eigentlich war es ja hier der Geordi-Sprecher, war ja ein anderer. Aber die wollten ihm nicht so viel Geld geben für die Kinofilme, deswegen haben sie ihn ausgetauscht. Aber ja, ist Dr. Cox, sehr gut. Der Ledermann blutet aus der Stirn, obwohl ihm niemand etwas getan hat. Das verstehe ich nicht. Hatte ich schon erwähnt, dass ich keine Ahnung habe, wovon die ganze Zeit reden? Ich beschränke mich halt auf die visuellen Eindrücke. Ich mag zum Beispiel die vielen bunten, blinkenden Lichter und Monitore auf der Brücke. Jetzt sehen wir noch mehr Ledermenschen. Übrigens werden hier auch Leute und Dinge hin und her gebeamt und ich glaube, hier wird der gleiche Effekt benutzt wie bei Pumuckl, wenn er sich unsichtbar macht. Die, was sag ich, der eine? Achso, der eine Ledermann sagt gerade, dass er irgendjemanden eliminieren soll. Und das in einem Ton, der mir verrät, dass das der Böse sein muss. Und tatsächlich, sie greifen den Glatzenchef, den ich mittlerweile ganz lieb gewonnen habe, und seine Crew aus dem Hinterhalt an. Wir sehen tolle Special-Effekt-Explosionen von der Qualität, wie man sie nur in einer Stuntshow eines deutschen Freizeitparks wiederfindet. Und jetzt, der eine, der eigentlich den gleichen Anzug, also die gleiche Uniform trägt wie die Mannschaft vom Glatzenchef, also die Guten, sitzt jetzt mit dem Ledermenschen, also dem Bösen, zusammen an einem Tisch. Was für ein Twist! Ich glaube, bis hierhin kann ich der Handlung ganz gut folgen. Jetzt flirtet der Glatzenchef mit der hübschen Frau. Wir sind wieder auf der Brücke und auf einmal hat Jonathan Frakes, der jetzt keinen Bart mehr trägt und besser aussieht, als ich dachte, das Kommando. Nee, Riker ohne Bart geht gar nicht. Wollte ich gerade sagen. Das ist ich fand es okay. Erste Staffel Riker geht, schlimmer ist vor, furchtbar. Ist schlimmer vor. Rieta Riker? Riker. Okay. Sie werden wieder beschossen. Szenenwechsel. Jetzt wird über Busen geredet. Das ist so eine scheiß Szene, oder? Die haben nichts zu tun hier, Deanna und Crusher. Und sie dürfen sich nur über ihren Busen unterhalten. Oh, sie sind aber ganz schön straff da geworden. Also, das und ja, würde man heute so nicht mehr machen, glaube ich. Und zum Glück werden sie hier unterbrochen, denn sie werden wieder angegriffen. Von oben fliegen kleine Fernbedienungen runter, die Menschen auszuschalten scheinen. Ich glaube, die meisten Menschen sind nur Bildschirme oder ähnliches. Jonathan Frakes hat Probleme. Was? Darf ich diesen Satz nochmal hören? Die meisten Menschen sind nur Bildschirme? Ja, wegen den Fernbedienungen, die runterfliegen. Und ach so, die werden so weggeblinzt. Ja, aber das klärt sich ja noch jetzt auf. Jetzt habe ich den Gag verstanden, danke. Greif nicht vor, es klärt sich ja noch auf. Auch Jonathan Frakes hat Probleme auf der Brücke und verliert langsam die Kontrolle. Ich glaube, das wäre im Mitbad nicht passiert. Irgendwas ist explodiert und einer brennt. Trotzdem sagt der eine hinterm Pult, dass alles geklappt hat. Das habe ich nicht verstanden. Stimmt, die Konsolen explodieren und er brennt. Ja. Auf wessen Seite ist dieser Typ eigentlich? Naja. Der Glatzenchef ist derweil mit seiner Crew von den Fernbedienungen in eine Höhle geflüchtet. Wir sind wieder auf der Brücke und Jonathan Frakes steuert das Schiff jetzt mit einem Commodore 64 Joystick. Ja, das ist... Auch der Glatzenchef hat wieder Probleme, die Höhle ist eingestürzt und die hübsche Frau liegt im Sterben. Aber als der Glatzenchef sagt, dass sie nicht aufgeben soll, ist sie wieder gesund. Das war knapp. Sie kämpfen wieder gegen die Fernbedienung. Der Glatzenchef und die Frau werden getroffen und zu den anderen gebeamt, der den gleichen Anzug trägt wie der Glatzenchef, wie der von der Glatzenchef-Crew, aber bei den Ledermenschen ist. Das widerlegt übrigens auch meine Bildschirmtheorie von eben, also die werden halt weggebeamt, wenn sie beschossen werden. Jetzt, dieser andere Typ streitet jetzt mit dem einen Ledermenschen, weil sie sich nicht einig sind, ob die Mission beendet ist oder nicht. Er wird getötet, also ist die Mission wohl doch nicht beendet, was ich sehr schade finde. Nachdem der Ledermensch ihn getötet hat, geht er zu den anderen und sagt, dass der Typ, den er gerade getötet hat, nicht zum Abendessen erscheinen wird, was vom Prinzip auch korrekt ist. Jetzt redet der Glatzenchef auch mit den Ledermenschen und ich bin mir jetzt unsicher, ob die Freunde geworden sind. Eine Minute später glaube ich es dann doch nicht mehr. Jetzt wird es spannend. Das Ledermenschenschiff kämpft gegen die Enterprise. Ich weiß, wie das Schiff der Guten heißt. Ja. Die dabei ganz schön kaputt geht. Das Ledermenschenschiff sieht noch ganz gut aus, aber dennoch besorgte Gesichter. Da ist übrigens der einzige Ledermensch, der wunderschöne Haare hat. Habt ihr den gesehen? Da ist einer, der hatte... Das weiß ich nicht mehr, wer da war. Okay. Warum hat er nicht das Kommando? Da ich darüber ein paar Minuten nachdenken musste, habe ich jetzt nicht mehr so viel von der Handlung mitbekommen. Auf jeden Fall sind wir gerade mitten in einer Schießerei mit dem Glatzenchef und dem Lederchef. Der Wolfmann will helfen, aber wird angegriffen und aufgehalten. Jetzt steckt der Glatzenchef im Lederschiff ein paar Stecker um und es fliegt in die Luft. Vorher wird er aber noch in Sicherheit gebeamt. Jetzt sehen alle relativ glücklich aus und es läuft beruhigende Musik im Hintergrund. Ich glaube, das war's.
Nicht ganz. Es kommt noch eine große Abschiedsszene, wo ich jetzt nicht ganz mitbekommen habe, wer sich von wem verabschiedet. Auf jeden Fall trennen sich die Mannschaft in den coolen Uniformen von den langweiligen Menschen, was ich sehr nachvollziehbar finde. Abspann. Wow. Das ist besser als jede zentrale Zusammenfassung, die du gemacht hast. Also das tut ein bisschen weh. Ich hoffe, also entweder registrierst du dich jetzt bei OFDB, hier Online-Filmdatenbank, und reichst diese Filmwertung da ein. Das wäre gut. Oder? Olli, das machst du. Dann muss ich noch die Hashtag-Fehler. Weil das ist mal die etwas andere Zusammenfassung von dem Film. Also war gut. Und jetzt Hand aufs Herz. Hm. Wie fandst du den Film? Wie viele Punkte? Also eine 9 von 10. Also ich glaube, ich könnte jetzt richtiger Star Trek-Fan werden. Nee, also es ist nicht meins. Es ist für mich mega. Ich habe den. Es ist ein bisschen Humor hier drin, aber tatsächlich, so sehe ich die Filme aber. Für mich ist das alles albern und langweilig und scheiße. Aber die Zusammenfassung, wie lange hast du dafür gebraucht? Ich habe, während ich den Film geguckt habe, das einfach getippt. Deswegen habe ich ja nicht mitbekommen, wie die alle heißen. Aber hast du die Message von dem Film verstanden? Nein. Welche Message? Na, die Message ist, wann ist was Unrecht? Weil die wollen ja diese 600 Menschen von den Planeten evakuieren. Ja. Und so weiter. Ach, guckt euch den Film an. Ja. Aber okay, du hast die Message nicht verstanden. Nee. Oder hast du verstanden, warum der Film Der Aufstand heißt? Ja, weil der eine, da stehen sehr viele. Richtig. Ja. Gut. Vielen Dank. Also, die Hausaufgabe hast du für mich 10 von 10. Oh, ernsthaft? Wirklich? Oh, das ist ein Ritterschlag. Das ist ein Ritterschlag. Das ist wirklich... Da muss ich ja deine 3, die ich dir eigentlich schon fest eingetragen habe, wieder korrigieren. Ich weiß nicht, ich fand's nett, aber mir fehlte so ein bisschen so der Twist in der Nacherzählung. Also ich gebe eine 7 von 10. Oh, aber auch sehr gut, vielen Dank. Ja. Das sagt der das nicht, der seine Aufgabe, sein Ziel gar nicht... Ja, deswegen. Ja. Okay, alles klar. Ja... Eigentlich habe ich gar keine Lust auf die zweite Wundertüte. Ich eigentlich auch nicht, aber wir müssen es tun. Was ist denn, hast du nicht gesagt, du machst ein YouTube-Video? Warum machst du das nicht auf YouTube auf? Na, los! Nein, ich filme jetzt hier nicht. Ja? Thomas will uns loswerden. Ja, weil wir haben ja noch ein bisschen Programm. Ja, gut, ja. Dann mache ich noch ein Video auf YouTube. Genau, okay. Das ist doch der Deal. Okay. Für die zweite Wundertüte kann Baby dann noch sich ein bisschen profilieren und ein YouTube-Video machen. Ja. So, obwohl, also, ich bin eigentlich dafür, du müsstest das machen, weil dann haben wir wieder 1500. Was muss ich machen? Du müsstest machen, wir haben wieder mehr Klicks, wenn du es machst. Wahnsinn. Passt weil auf. Lustigerweise alle Videos in letzter Zeit mit Olli haben mehr Klicks als die anderen. Das triggert dich, ne? Nee, gar nicht. Das freut mich sogar für dich. Oh, vielen Dank. Ich wüsste gerne. Ist eigentlich egal. Nein, ich wüsste gerne, warum. Na, wahrscheinlich hat man manchmal Glück, dass manche Videos in irgendeinem Algorithmus landen. Ja, weil deins. Weil meins wurde zigmal vorgeschlagen. Ja, weil deins viel kürzer war. Ich glaube, dass du in dieser YouTube-Short Playlist war's. Ja, aber dieses Video, wo ich nach Hause geschickt werde, doch nicht. Passt auf, ich habe einen Skandal. Ach ja, wer hat noch Themen? Ich hab einen Skandal. Also, ich man auch. Sagt ja... Ich finde diesen Fächer einen Skandal. Ja, das ist wirklich. Pass auf. Grammatik bin ich ja richtig gut ganz oft. Mhm. Schon dieser Satz war gut gerade. und zwar, man sagt ja vielen Dank. Für die Blumen. Vielen Dank. Vielen Dank, ja. So, warum sagt man nicht viel Dank? Warum sagt man vielen Dank? Weil wenn jemand zum Beispiel Hunger hat, ja, oder du wünschst einem, hab viel Hunger, ja, wenn es da so leckeres Essen gibt. Warum sagt man nicht, man sagt ja auch nicht, ich wünsche dir vielen Hunger. Moment mal, weil vielen, ja, aber ganz kurz, wer sagt denn bitte, wenn jemand essen geht, ich wünsche dir viel Hunger? Ist mir nur gerade, keiner macht deine Welt ist eh ein bisschen verrückt. Aber weißt du, was ich meine? Der Hunger, der Dank. Und man sagt, viel Hunger? Warum sagt man vielen Dank? Und ich wünsche dir viel Hunger. Allein deswegen würde ich dir schon gerne in die Fresse treten. Wegen diesem Beispiel. Ich wünsche dir viel Hunger. Aber ist es nicht, ich wünsche dir viel Glück. Ja? Gut. Und nicht viel Hunger. Ich weiß aber, worauf Benjamin hinaus möchte, dass vielen Dank ist grammatikalisch eigentlich... Ja, klingt das falsch. Ja, aber es ist ja die Mehrzahl. Ich wünsche dir nicht... Ja, viel Dank. Der Dank und nein, viel Dank. Na, also die Steigerung von Dank ist vielen Dank. Also ich wünsche dir, ich bedanke mich noch mehr als üblich. Deswegen vielen Dank. Also wenn jemand Hunger hat, die Steigerung ist dann vielen Hunger. Also das Beispiel erkenne ich nicht an mit dem Hunger. Ja, mit dem Glück. Das würde ich hier. Ich wünsche dir viel Glück. Danke, vielen Glück. Okay, dann eben viel Glück. So, ja, viel Glück. Ich wünsche dir viel Glück. Ja, und warum vielen Dank? Weil das in einem ganz anderen Zusammenhang ist. Ja, erzähl. Ja, ne, habe ich doch schon. Das ist ja die Mehrzahl. Ich bedanke mich nicht nur einseitig, sondern auf mehrfacher Ebene. Deswegen vielen Dank. Aber warum denn nicht viel Dank? Oder warum nicht vielen Glück?
Ja. Tja. Du wünschst viel in verschiedenen Bereichen Glück. Da sagst du auch, ich wünsche dir viel Glück und nicht vielen Glück. Aber wenn es mit F statt mit V geschrieben wird, wird es dann Sinn machen? Vielen Dank? Also ich vielen Dank? Warte, das muss ich kurz wirklich überlegen. Ja. Vielen. Vielleicht wird es immer nur falsch geschrieben, das heißt eigentlich vielen Dank. Also der Dank ist gefallen. Vielen Dank. Es vielen Dank. Ja, es vielen Dank, genau, es da kommt solche. Es vielen Dank. Aber jetzt ernsthaft. Merkt ihr, dass das merkwürdig ist? Ja. Also zumindest macht, also der beste Vergleich ist da wirklich viel Glück oder viel Dank. So müsste das eigentlich. Ja. Und jemand hat nämlich letztens zu mir an der Tür gesagt, vielen Dank. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, was ist eigentlich für eine Grammatik? Aber das wird ja richtig sein. Pass auf, und weißt du, wer das war? Das war der Lieferandobote. Und er hat ihm 2 Euro in die Hand gedrückt und dann sagte der vielen Dank. Und Benjamin so, das ist nett, aber es wäre netter, wenn du mir noch vielen Hunger wünschen würdest. Ja, ich glaube, in einer Welt, wo Schlüssel Hunger einfach aus Zündschlüsseln abbrechen, redet man so. Ja, ich finde es jetzt kein Skandal. Also du findest es, dass man... Es wirkt eher so wie, ich muss krampfhaft mir ein lustiges Thema aus den Fingern ziehen. Nein, ich meine es ernsthaft. Wer kann mir das erklären? Ich muss sagen, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht und muss sagen, Benjamin hat mir jetzt gerade eine kleine Erleuchtung gebracht. Also ich finde, er hat recht. Ich muss sagen, er hat recht. Weil Thomas denn, Dank, wenn ich jetzt darüber nachdenke, so vielen Dank, das hört sich immer schrecklicher an. Vielen Dank. Vielen Glück. Ist so, wenn man sagt, vielen Glück. Vielen Glück. Also, ja, Thomas muss nämlich googeln. Hm. Also, ich bin nur neugierig. Ich glaube, Thomas ist schon auf Facebook, oder der hört uns gar nicht mehr zu. das ist eine Thema, was du mitgebracht hast. Ich glaube, da können wir jetzt einen fetten grünen Haken hintermachen. Also du hast recht, Thomas ist nicht der Meinung. Also im Ausdruck vielen Dank steckt das Substantiv der Dank. Gut. Genau. Ja. Substantive werden immer groß geschrieben. Ja. Das Pronomen vielen wird klein geschrieben, aber es wird jetzt hier nicht erklärt, warum es vielen heißt. Weil es dafür keine Erklärung gibt? Ja. Wann sagt man vielen Dank, wenn man sehr dankbar ist? Okay. Wer hat denn diesen Artikel geschrieben? Ist vielen Dank ein Satz? Was bedeutet, haben Sie vielen Dank? Jetzt fängt das Thema aber an, langweilig zu werden. Ich möchte es nur adäquat besprechen, weil Benjamin scheint sehr wichtig zu sein. Ja, es ist wichtig, aber es gibt dafür keine Lösung. Was sagt man, wenn man, also was antwortest du jetzt, wenn ich vielen Dank sage? Danke. Hä? Was? Das ist ein lustiger Beitrag. Ja. Was sagt man, wenn man vielen Dank sagt? Danke, danke sehr. Witzig, so endlos. Was sagt man, wenn du vielen Dank hörst? Okay, dann antwortest du vielen Dank. Okay. Und dann muss der andere auch wieder vielen Dank. Aber müsste ganz kurz, ja? Es gibt ja auch noch besten Dank. Müsste es dann nicht besten Dank heißen? Moment, besten Dank. Nee, besten Dank, weil da ist es ja nur der Dank. Aha. Warte mal. Besten Dank. Nee, da ist es ja nur der eine Dank. Besten Dank. Oder? Aber ein Dank, was ich ja immer regelmäßig beim Basketball mache, ist ja eigentlich der Bestdank. Weil ich mache den Bestdank. So, ich springe 10 Meter in die Luft und mache 3 Punkte beim Wurf. Pass auf, wenn jemand dich fragt, hilfst du mir nächste Woche beim Umzug? Dann sagst du, Moment, triples, springst auf den Korb zu, haust den rein und sagst, ich lehne dankend ab. So, was ist das zweite Thema? Zweite Thema. Wir sind ja hier mittlerweile 40. Mhm. 41. 41, ja. Nein. Bis auf unser Küken hier mit 40. Ja, ne? Ich bin noch Jungblut hier. Und ich würde sagen, man ist jetzt so langsam in der Midlife-Crisis. Oh, ich hatte schon mit Anfang 20 sowas. Also ich weiß nicht, welche meiner Krisen, die ich alle habe, die Midlife-Crisis ist. Also ich war damals, ich habe dann gelernt, es gibt schon sowas wie eine Third-Life-Crisis, also okay, dass es nicht mehr in der Mitte des Lebens ist, sondern schon nach dem ersten Drittel. Mhm. Ja. Also, aber habt ihr das Gefühl, dass ihr das auch habt? Nein, niemals. Nein, also niemals. Ist ja die Frage, wie definiert man das? Wenn man sich hinterfragt, was man so im Leben erreicht hat. Meinst du nur das oder auch so, wenn man müde ist, wenn man also auch so stimmungsmäßig, oder ist es wirklich nur, oder denkt man so, oh, was habe ich erreicht? Oder also wie erkennt man, dass man eine Midlife-Crisis hat? Ich glaube, eine Midlife-Crisis definiert sich wirklich darüber, wie du dich im Leben siehst, wie du dazu stehst. Und wenn du eher so nachdenklich bist und vielleicht auch nicht so wirklich mehr was anfangen kannst mit dir selber, dass du halt wirklich alles hinterfragst. Ist das richtig, was ich mache? Habe ich die richtigen Entscheidungen getroffen? Nee, ich glaube eher, bin ich jetzt an dem Punkt, an dem man in meinem Alter sein sollte? Auch. Weil Midlife Crisis ist so, man macht so ein kurzes Resümee. Ja.
hier bin ich jetzt, wo sollte ich eigentlich sein oder wo wollte ich eigentlich früher hin in diesem Alter? Ja, aber auch wenn du dich hinterfragst und wenn du dich schlecht fühlst mit deiner Entscheidung, wenn du denkst irgendwie, war das schon alles, kommt da noch mehr, weißt du? Wenn ich nicht das und das gemacht hätte, dann vielleicht würde ich dann jetzt anders im Leben dastehen. Aber Benjamin, warum überhaupt dieses Thema? Weil ich das spannend finde. Wahnsinn. Weil mir aufgefallen ist, es gibt ja Menschen, die sagen, die haben das nicht. Also habt ihr wahrscheinlich auch schon mal. Noch nie. Ich habe noch nie jemanden gehört, der so selbstbewusst ist und sagt so, Midlife Crisis kenne ich nicht. Aber hat es denn was mit Selbstbewusstsein zu tun oder ist es was Stoffwechselmäßiges? Ja, ich glaube, da, natürlich hat das bestimmt auch was damit zu tun, ob man anfällig dafür ist. Wenn man natürlich, weiß ich nicht, leichter anfällig für Depressionen oder für schlechte Stimmung ist. Also meinst du, nur dann hat man das? Also kann man das nicht haben, wenn man der positivste, glücklichste, selbstbewussteste Mensch ist? Da ich diese Erfahrung nicht kenne, kann ich das nicht, kann ich das nicht aus dieser Sicht betrachten. Ist das wieder ein trauriger Podcast? Ich, ich kann es nur auch von der anderen Seite aus sehen. Olli, du bist ja glücklich, ne? Jetzt mal ein paar Worte von einem, der alles erreicht hat in seinem Leben. Also lass du mal raus. Ich kenne sowas wie Midlife Crisis nicht. Ich bin immer wohlauf, immer mit dem Blick nach vorne gerichtet. Und, Na gut, du bist doch Alkoholiker. Du trinkst es ja schön. Ja. Nein, was oder? Ich eigentlich ja, ich würde sagen, ja. Okay. Wie soll ich zu dem Thema gekommen? Und zwar ist es so, dass man jetzt anfängt, so ein bisschen zu sortieren. Ja? Mhm. Früher habe ich zum Beispiel ein Computerspiel gespielt, was ich auch nicht so gut fand und habe es bis zum Ende durchgespielt. Mhm. Genauso sehe ich mein Leben wie ein Computerspiel, was ich nicht gut finde, aber bis zu Ende durchspielen muss. Oder Bücher, dann habe ich sie dreiviertel gelesen und dachte so, eigentlich ist es richtig schlecht, aber ich muss es durchlesen. Mhm. Und mittlerweile ist es aber so, dass ich denke, nee, das ist verschwendete Zeit. Man hat davon nicht so viel. Na klar, erstens, weil du älter geworden bist. Weiser. Das ist komisch, das zu dir zu sagen. Dass du vielleicht auch weißt, ich habe nicht mehr so viel Zeit im Leben. Dann nutze ich die Zeit lieber für angenehme Sachen, als jetzt hier meine Zeit zu verschwenden für irgendein Stephen King Buch, was schon seit Erich von Däniken Buch, was irgendwie schon nach Seite 2 scheiße ist. Es ist doch ähnlich wie mit einem guten Essen. Ja, man, wir sind ja alle, außer Benjamin, sind wir alle fett. Wenn ich jetzt das Essen, ich habe teuer fürs Essen bezahlt, esse so die Hälfte und denke so, boah, bin ich satt, aber es war so gut und so teuer, ich muss es jetzt unbedingt zu Ende essen. Ist ja Quatsch, weil man schadet sich ja damit bloß. Du wirst noch fetter, hast keinen Hunger und keinen Spaß mehr an dem Rest, dann kannst du es auch wegschmeißen. Aber du machst es trotzdem, du isst es trotzdem auf. Ja, das ist ja... ich lese ja das Buch nicht mehr durch. Achso, sowas machst du nicht mehr. Nee. Aber früher hast du ja gesagt, du ziehst das Buch, das meinte ich ja, das war wieder, du warst früher wieder mit dem Essen. Aber mit dem Essen mache ich heute auch nicht mehr. Ich schmeiß heute Essen weg. Weil, ja, ich weiß, in Afrika hungern die Kinder, aber die hungern auch, wenn es zu Ende ist. Aber wir reden hier von dem Mann, der sich bewusst an Weihnachten quält und den 5-Liter Gulaschtopf reinschüttet. Und dann wirklich bewusst mit Schmerzen da sitzt und sagt, ich muss noch mehr essen. Mhm. Ist also, Benjamin? Ja. Ja. Das hat er doch damals erzählt hier. Okay. Das ist wirklich so. Wo wir bei Leonie zu Gast waren. Dass sie essen an Weihnachten wie die Schweine aus dem Trog und sie sind kurz vorm Platzen und sie essen trotzdem weiter, weil sie geisteskrank sind. Nicht, weil wir geisteskrank sind, sondern weil es so gut schmeckt. Achso, dann ist aber noch ein gewisser Spaß dabei beim Essen. Also ist, man hat noch was davon. Aber wieso machst du das nur an Weihnachten? Das kannst du auch echt immer machen, wenn es gut schmeckt. So viel essen, wie geht. Na, da ist ja wieder die Gesundheit. Also das ach, da ist wichtig. Du bereitest dich eigentlich 364 Tage im Jahr auf diesen Moment vor, wo du echt sagst, scheiß drauf, der 10 Liter Gulaschtopf muss heute gegessen werden, weil es so gut schmeckt. Natürlich. Egal, ob sie mich hier, dann, ob sie mir danach den Namen Magen auspumpen. Das ist egal. Witzig, eine Notaufnahme. So, Herr Kasper, erzählen Sie mal nochmal, warum sind Sie hier? Das hat so gut geklappt. Nein, aber kennt ihr das nicht auch bei Serien? Deswegen, ihr wisst ja, ich bin ja eher Filmsammler und gucke ja nichts auf Netflix und so. Mhm. Also so gut wie gar nicht. Ganz selten. Aber dadurch, dass man ja alles hat, dass man auch keine Serie mehr anfängt, weil man so denkt, es kostet so viel Zeit. Habt ihr sowas? Nee, da ist einfach das Problem, was ich sehe. Irgendwie früher hat man alles gesehen, weil es gab nicht so viel. Und heute ist es teilweise so, dass ich gar nicht weiß, weil ja jeden Tag irgendwie eine neue Serie kommt, wo gesagt wird, oh, das müsst ihr gucken und oh, das ist so geil und so. Wo ich denke, irgendwie, ich kann mich gar nicht entscheiden und ich habe auch gar nicht die Zeit dafür. So, die Zeit. Auch, oder dass ich mich konzentriert und bewusst hinsetze und denke, ich gucke jetzt eine Serie. Aber wenn ich eine Serie richtig, richtig gut finde, dann nehme ich mir die Zeit aber auch gerne. Ja, aber jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel The Walking Dead. The Walking Dead hat richtig gut angefangen. Ja. Und ich bin nach der 5. Staffel ausgestiegen, weil es mir dann ehrlich gesagt zu schlecht wurde.
Und jetzt gibt es ja, glaube ich, schon 13 Staffeln oder so. Und irgendwie denke ich immer, ich würde gerne die Serie zu Ende gucken. Müsste aber nochmal, weil ich alles vergessen habe, von Anfang an starten und habe keine Lust, diese ganzen fünf Staffeln nochmal zu gucken. Weißt, ich habe keine Lust. Weißt Walking du? Dead bin ich ja nach der vierten Staffel. Nee, du bist doch schon aus der ersten ausgestiegen. Ah, nee. Wann ist Shane gestorben? Ende zweite. Shane ist, glaube ich, in der vierten Folge ausgestiegen. Achso, und dann kam der Governor. Also in der vierten Folge. Ja, und dann kam Mr. Governor. Dann kam der Governor. I'm friendly. Und dann war ich richtig traurig, dass er weg war. Dann kam er ja nochmal wieder. Ich war wieder glücklich und dann war er ganz weg. Ja. Aber Olli feiert ja diesen anderen Bösewicht da. Na, den Negan natürlich. Ja, den kenne ich gar nicht. Den habe ich nie gesehen. Also ich weiß, dass es den gibt, also, aber ich kenne ihn nicht in dem Moment, wenn er kommt. Hast du die Folgen gesehen mit Negan? Vierte Staffel raus. Das ist ja unfassbar. Dann habt ihr wirklich den besten Bösewicht. Genau, und der kommt, glaube ich, erst in der sechsten Season. Der kommt erst in der, ich weiß nicht mehr. Also in der fünften nicht mit Zahlen, war er nicht. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich aufgehört zu gucken, als er den Negan am Ende irgendwie dann doch überwältigen. Und Spoiler! Dann ihre, achso, ja, wer will das noch gucken? Okay, Entschuldigung. ja, also ich habe dann auch irgendwann aufgehört, was wurde mir sehr, sehr irgendwann wurde es zwischendurch auch mega langweilig mit dieser einen, ja, das sind ja alles so Städte oder Bereiche da mit dem Tiger, mit dem ganz billigen Distrikte. Distrikte, genau. Was ist Tiger? Ja, da waren sie in diesem Königreich-Distrikt da und das war alles extrem langweilig. Also, das ist auch schon ewig her, als ich das gesehen habe. Ich kenne nur das mit dem Tiger bei Hangover. Aber ich gebe. Hier der Tiger von dem Boxer, der hier. Mike Tyson, ja. Okay, ich fand den Film richtig scheiße, Hangover. Ja, wirklich mochte den gar nicht. Es ist nur eine Sache witzig, wenn die Mike Tyson zu Hause sind und sagen, oh, der Tiger, so das schönste Tier des Dschungels, so ein edles Tier. Und dann gucken sie doch dieses Überwachungsvideo und dann sind sie da, ja, fick den Tiger. Und dann misshandeln die den so. Und das fand ich witzig. Ist auch sehr gut, sowas zu erzählen. Also so erzählt ist es noch besser, als wenn man es sieht, glaube ich. Ja, aber wie sich bei Mike Tyson einschleimen und dann, ja, komm, fick den Tiger. Finde ich witzig. Nie gesehen. Ja. Nee, ist auch kein Film für dich wirklich. Also ich finde Hangover aber wirklich schlecht. Ich mochte nicht. Aber ich gebe dir recht, ich habe versucht, Walking Dead, fünfte Staffel, die erste Folge anzusehen. Man kann es gar nicht so gucken, weil man hat überhaupt kein Gefühl mehr dazu. Du musst es genau, ich müsste wieder von Anfang an einsteigen. Und das ist jetzt auch schon fast 10 Jahre her, dass die fünfte Staffel rauskam oder so. Wann war das? Weiß ich nicht, 2014 oder so? Kommt hin, wa? Welche Serie ich wirklich von Anfang bis Ende geguckt habe und gut fand, war Breaking Bad. Breaking Bad habe ich aber erst gesehen, als der Hype zu Ende war. Ich habe auch immer so ein bisschen Angst davor von Serien, die so überhyped werden. Habe ich immer ein bisschen Berührungsängste, ja. Aber da habe ich es nicht bereut. Und auch Fargo habe ich auch die Serie. Ich mag ja den Film auch total. Und auch die Serie fand ich großartig. Und auf einmal gibt es die nicht mehr auf Netflix, obwohl es eine Netflix-Produktion immer war, gibt es die vierte Staffel auf Join. Das ist ganz merkwürdig. Das ist zum Beispiel wie, es gibt so eine Nickelodeon-Serie, aber sind wir wieder beim Thema Star Trek. Star Trek Prodigy war exklusiv für Paramount Plus, für den Streaming-Dienst mitproduziert und für Nickelodeon. Jetzt haben sie es bei Paramount Plus runtergenommen, um das steuerlich wieder abzuschreiben, weil es zu wenig gesehen haben. Jetzt läuft es auf einmal auf Netflix, weil Netflix es irgendwie übernommen hat. Und ich verstehe das alles nicht mit diesen Steuerabschreibungen und so. Und auch Disney Plus hat ganz viele Sachen runtergenommen. Und weil die das dann steuerlich abschreiben können, aber das muss dann für immer irgendwie weggesperrt werden. Das darf nie wieder auf Disney Plus laufen. Ach so? Ja. Weil bei Netflix fällt mir immer wieder auf, die nehmen öfter mal Sachen runter, dann sind sie aber irgendwann wieder da. Ja, das wird dann, glaube ich, immer so ausgehandelt, so Pakete, was die so von den Studios kriegen und so. Wo waren das noch? Ach, hier, dieser Batgirl-Film, ne? Die haben hier Warner Brothers hat einen Film produziert, Batgirl. Aha. Der ist schon komplett fertig. Also Batgirl hier. Batgirl, aus dem Batman-Universum. Mhm. Und auch Michael Keaton macht da wieder mit. Der spielt wieder Batman, hier aus den 89er Batman und so. Dann haben die irgendwie, weiß ich nicht, Warner mit irgendeinem anderen Sender fusioniert und gesagt, ja, wir haben den Film in Testvorführung gesehen, der ist zu schlecht. Wir packen den in den Tresor, damit wir den steuerlich abschreiben können. Aber es kann keiner diesen Film sehen. Und der hat irgendwie 90 Millionen gekostet. Mhm. Wir werden den nie sehen, weil die den abgeschrieben haben. Bei Complete Jude 2 raus. Oh, stimmt. Ich mag Beetlejuice gar nicht so. Ich ja. Das ist doch mit Michael Keaton, oder? Ja, deswegen bin ich drauf gekommen. Ich kenne die Serie, die Zeichentrickserie. Die, ja, die kenne ich auch. Die ist nicht so gut. Die habe ich aber früher gerne geguckt. Ja, in dem Alter damals, ja, jetzt würde ich die auch nicht mehr gucken. Ja. Ne? Es gibt so viele Sachen, die man heute nicht mehr gucken kann, irgendwie so, wo man denkt, das hat man. Also zum Beispiel, ich könnte jetzt nicht mehr so Alle unter dem Dach gucken oder so. Um Gottes Willen, ja. Gar nicht. Mochte ich aber früher auch nicht. Mochte ich schon früher nicht. Thomas war ein Riesenfan. Wirklich? Ja. Na komm. Das war okay. Ne? War ich das etwa? Habe ich gehasst. Ganz furchtbar.
Das ist so Fremdschämen. Diese Szenen waren für mich so Fremdschämen. Alle unter einem Dach war wirklich. Denn lieber Bill Cosby, das war Humor. Ist genauso wie, ich weiß, ich habe früher sehr gerne Prinz von Bel-Air geguckt. Doch auch nicht. Und als es auf Netflix vor ein paar Jahren kam, habe ich wirklich bewusst entschieden, ich gucke nicht rein, weil es kann mich nur enttäuschen. Mhm. Es macht alles kaputt, deswegen gucke ich es nicht. Ich liebe, ja, ich habe also Bill Cosby sehr gerne gesehen. Da ist in der allerersten Folge schon ein Mega-Gag, wo ich sehr lache, immer noch sehr gerne. Pass auf. Fio kommt irgendwie nach Hause. Übrigens, für alle, die auch zentral hören, gesprochen von Oliver Rohrbeck. Ja. Der kommt nach Hause, schlechte Noten oder irgendwie durchgefallen und keine Ahnung. Und er bockt so rum und dein Vater will ihm hält ihm eine Rede von, ja, muss ich anstrengen, blablabla. So, dann sagt er, und dann. Du meinst diese Szene mit dem, du musst Geld verdienen auf, und so? Genau. Mhm. Pass auf, und dann sagt Fio so, hält eine mega, sag schon, eine mega sentimentale Rede von wegen. Und endet so mit, pass auf, Dad, du bist erfolgreicher Anwalt. Aber ich würde ich liebe dich nicht, weil du Anwalt bist, sondern weil du mein Dad bist. Ich bin Fio, dein Sohn. Warum kannst du mich nicht lieben, weil ich Fio bin, dein Sohn? Kurz Pause. Das ist ja wohl der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe. Du lernst hier, bist keine Ahnung. So lustig, wirklich. Also Bill Cosby, gibt es eine Figur, die liebe ich über alles. Bill Cosby. Ja, der Freund von... Nein, dieser Angsthase. Joffrey oder so. Ich weiß nicht, wie der heißt. Der Frau von der Sandra. Ey, guck mal, zum Beispiel so, ich finde immer lustig, er ist ja so ein Chauvinist, ne? Und ich finde immer witzig, wenn er so die Frau, Mrs. Huxtable, keine Ahnung, irgendwie sagt... hier Bill Cosby sagte zu ihm, ja, wollen wir nicht einen Kaffee trinken? Er so, ja, hol uns mal einen Kaffee, zu der Frau von uns. Dann sie so, hol deinen dreckigen Kaffee noch selbst. Und er, okay. Also der ist so eine Mischung aus Chauvi, aber auch Bückling. Ja. Ja, Midlife Crisis. Ja. Hast du nicht noch mehr Themen gesagt? Nee, irgendwie? Ja, ich wollte sagen, ich glaube, ich bin da so langsam drin. Ich habe, also ich kann wirklich sagen, ich hatte schon drei. Wann war denn die erste? Oh, wirklich so mit Mitte 20. Mit Mitte 20? Dann als damals hier meine erste langjährige Freundin. Ja, aber meinst du nicht, du warst einfach nur traurig? Oder Depression? Nee, das war schon auch so hinterfragen, ob das alles so richtig ist und so. Aber auch traurig, ja. Aber Benjamin, was hinterfragst du denn jetzt gerade so? Du hast doch das beste Leben am Tisch. Ich hab das beste Leben hier am Tisch. Na, und wenn dir mal keine Schlüssel abbrechen. Ganz kurz, jetzt im Moment an diesem Tisch. Ja. Okay, also an jedem anderen Tisch nicht. Ja, aber an diesem Tisch ja. Hier bist du das Sunny Boy. Mangels Konkurrenz. Wir müssen ihm das ein bisschen schmackhaft machen. Ja. Er hat gerade gesagt, eine Midlife Crisis. Mhm. Ne? Ja, und ich will nicht, dass er sich erhängt. Ne, will ich eigentlich auch nicht. Ja? Nee, dass man sich fragt. Oder willst du das Paul McCartney-Album nachstellen? Nein, ich glaube, dass man sich so fragt ganz oft, was ist jetzt sinnvoll von der Zeit her? Also, dass man wirklich schon die Zeit so im Blick hat. Naja, wir wären halt nicht jünger. Ne? Und was hat man denn noch vom Leben? Deswegen habe ich jetzt gemerkt eigentlich, ich möchte jetzt eigentlich auch mehr reisen. Ja, irgendwie so noch ein bisschen was von der Welt sehen. Da braucht man wieder Geld. Ja. Was mich nur so erschrocken macht, ist, wenn ich bedenke, wie schnell die letzten 20 Jahre vergangen sind. Das sind einfach mal 20 Jahre gewesen. Auf, ja? Fand ich ganz schlimm. Besser. Ich fand es ganz schlimm, als ich 30 geworden bin, dann dachte ich, 30 Jahre weg, ein Drittel vom Leben definitiv vorbei. So. Wenn alles gut läuft. So, und jetzt denke ich so, wie scheiße schnell diese 10 Jahre von 30 bis 40 vergangen sind. Also das finde ich richtig schlimm. Vor allem, es war früher eine ganze Schulzeit. Das war ein ganzes Leben gewesen eigentlich. Ja. Und jetzt ist einfach mal so. Ja, aber man muss halt sagen, wenn du ein junger Mensch bist, du entwickelst dich noch, du erlebst ja viel mehr, du reifst daran und so. Und wir sind ja jetzt schon lange an so einem gewissen Punkt im Leben angekommen, wo wir so in so einem Alltag drin sind. Weißt du, so jeder Tag ist mehr oder weniger gleich. Ausnahmen bestätigen die Regel und so, aber wir haben uns gefunden. Und deswegen hat man ein ganz anderes Zeitempfinden als damals, wo doch alles vor dir lag und du viel agiler warst, viel mehr draußen mit Freunden und so. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Podcast abbrechen. Ja, danke. Also nach dem Feedback, was ich heute gelesen habe, bin ich dabei. Ja. An mir würde das für die Folge heute schon reichen eigentlich. Deswegen. Sind wir fertig eigentlich? Ja, ich hätte zwar noch was, aber das sprengt den Rahmen. Ging es mir mit deiner Midlife-Crisis schon auf den Sack? Ich habe gar nichts mitgebracht. Wir haben Hausaufgaben gemacht. Ja. Wow. Ja?
Du musst nur eine dumme Wundertüte kaufen. Und trotzdem muss man doch über was sprechen. Was ist kein Podcast sein, wo man warte mal, er hat angefangen mit, ich habe schon wieder vergessen, was war das erste Thema? Achso, vielen Dank. Ja, das so. Fand ich gut, das war sehr schön. Da war ich dann Midlife Crisis. Da war ich was, nicht so weit. Was ist denn das dritte Thema? Sterben? Eigentlich hat das was mit einer elektrischen Zahnbürste zu tun. Okay, das will ich jetzt wissen. Nee, das will ich jetzt wissen. Das sehen wir uns ja nächstes Mal. Nee, das will ich. Nein, das ist ein guter Teaser fürs nächste Mal. Okay, nächstes Mal, ich schreibe das auch, dass ich es noch nicht vergesse. Ja. So, ich will jetzt meinen. Ob ich den Zettel doch nächstes Mal. Ja, eben. Der wird sowas. Merkt von euch elektrische Zahnbürste. Ja. Elektrische Zahnbürste. Gut. Ja. Ich würde jetzt gerne meine nächste Krone verdienen. Das lustige Spiel. Eigentlich will ich euch gar nicht vor die Auswahl stellen. Deswegen lege ich das mal beiseite. Ich hatte es schon mal mitgehabt und ich weiß, ihr hasst es. Weil ihr euch da beide, ich weiß jetzt auch warum, extrem dämlich angestellt habt. Serenity Now! Kommt ihr drauf, welches Spiel ich meine? Was wir hassen. Ja, wo ihr gesagt habt, was ist das für ein Scheiß? Ich überlege. Haben wir das bei Rotz und Wasser gespielt oder privat? Ich weiß nicht, also auf jeden Fall nicht privat. Ich weiß aber nicht mehr, ob es Rotz und Wasser war oder sogar noch in der Radiosendung damals. Oh Gott. Also es ist auf jeden Fall, es ist sehr bekannt, ihr kennt das auf jeden Fall. Die Hörer da draußen bestimmt auch. Gut, ich lass die Katze aus dem Sack. Nee, gib doch noch einen Tipp. Okay, es ist ein Kartenspiel. Mau Mau. Nein? Ja, ihr hasst Mau Mau. Oder hast du Mau Mau? Nein, ich mag Mau Mau. Okay. Es ist Uno. Es ist ein dunkles Spiel, sag ich mal. Scheiße Quiz. Nein. Skippo. Nein. Uno. Nein. Ach, hier, natürlich. Hier, wo man das Verbrechen raten muss, ja oder nein. Mhm. Wie heißt denn das? Weiß. Richtig, Black Stories. Black Stories. Nein, ja. Das hasse ich. Und ganz ehrlich, liebe Hörer, das wird jetzt für euch ein Spaß, weil beide hassen es. Ja, und geht's nicht so. Aber weißt du, ganz kurz, mich regt da einfach nur auf, man kann's dass nicht man irgendwann so nach dem 20. Mal, da komme ich in eine Midlife-Crisis, weil ich dann immer denke, wie dumm bin ich denn? Nee, nicht wie dumm das ist, sondern ich will einen Menschen sehen, der das lösen konnte. Hallo, ich. Nein, ich lasse sag nicht, eine, du hast schon mal was gelöst. Natürlich, wir lösen sehr viel. Nicht. Ich lasse eine adäquate Lösung, die nah genug an der richtigen Lösung dran ist, auch gelten, definitiv. Also, ich nehme an, du liest es jetzt vor. Richtig. Und dann. Und ihr müsst mit ja oder nein. Genau. Ne? Und wenn einer ein Nein bekommt, ist der andere dran, ne? Ja, Gott, das ist um diese Uhrzeit. Ja, finde ich auch krass. Wirklich, ganz krass. Also, ich bin eigentlich dagegen. Warum nehmen wir nicht lustiges Berufe ran? Ja? Eigentlich. Das ist doch viel besser. Ja, Olli ist leider der Schiedsrichter. Ja. Okay, das ist ja jetzt kein richtiges, normales Quiz wie sonst. Da müsste es eigentlich zwei Kronen für geben, oder? Nein. Wieso? Du könntest dann jetzt in Führung gehen. Ja, du könntest aber auch mit 3 Punkten Vorsprung sein. Na, wenn du so wenig Vertrauen in dich hast. Ja, habe ich. Hätte ich auch eine Midlife-Crisis. Aber wie äußert sich die denn, Melvin? Also so richtig traurig oder eher so ein beklemmendes Gefühl? So gehetzt. Man ist so ein bisschen gehetzt. Oh, so geht es mir aber jetzt gerade die ganze Zeit. Siehst du? Bin sehr genervt. Auf Arbeit ist gerade alles sehr, sehr chaotisch und nervig. Und jede Faser meines Körpers wehrt sich dagegen, da zu sein. Jede Faser. Jede Faser, aber ich kann nichts dagegen tun. So, Olli, wie lange dauert es denn? Ich darf jetzt natürlich nicht so eine schwere Karte nehmen. Ne? Weil hier seid alle ja, schwer. Ja, warte, Antwort ist, es war ein Eispickel, der ist in der Sauna geschmolzen. Das ist ja der Klassiker. Nee, der Klassiker ist, glaube ich, das wäre noch gut, das wäre noch einfach, aber meistens ist es so, weiß ich nicht, eine tote Frau liegt im Zimmer unter der Couch. Ja, dann kommt raus, es gab bei Aldi im Angebot Blumenkohl, genau. Der aber schon abgelaufen war. Ja, ein Astronaut ist gegen einen Komet geflogen, der ist runtergefallen. Und das hast du alles, nur Olli lässt sich gelten, weil du hast vergessen, dass der Blumenkohl 99 Cent kostet, hast aber gesagt 2 Euro. Genauso wie ich halt bin. Haben wir nicht noch von der höheren Schokolade? Ja, warte, ich hol dir was. Ja, danke. Ja, und jetzt kann wieder der Hörer, der sich mal beschwert, wenn wir im Podcast essen, eine Hass. Ja, aber jetzt brauche ich wirklich Energie, weil ich schlafe fast ein. Ja, ich aber auch. Ich habe heute 3 Kaffee getrunken, mir ist so schlecht. Ich habe trotzdem bin ich super müde. Getrunken. Olli, sagst du mir die Lösung, während Thomas weg ist? Ja, warte. Gar nicht so leicht, oder? Ja, jetzt merkst du mich, dass sie alle unlösbar sind. Ein bisschen dämlich. Ja, siehst du? Nee, nur für euch unlösbar. Nur für uns unlösbar. Oh, Thomas hat eine Tafel Schokolade mitgebracht. Welche Sorte denn? Einmal weiße Lebkuchen. Das ist noch von Weihnachten. Und einmal orange Mandel. Welche wollen wir probieren, Leute? Hier das weiße. Ja, ich auch. Der Sascha, der ist arbeitslos. Lalalalalala. Schneiden sich die Haare ab und pinkeln auf das Papas Grab.
Da wurden Currywurst, die schmeckt so gut. Ich finde, da wurden Tote Hosen schon langsam schlecht. Ich frage mich, warum das so lange dauert. Ja, ich hab's jetzt. Dann nehme ich die jetzt einfach. Die ist ein bisschen witzig, weil die auch so dämlich ein bisschen ist. Aber das gehört ja dazu. Warte mal kurz. Ja, Thomas, Benjamin brummt schon wieder ein bisschen. Das gibt's nicht, obwohl ich hier nicht rankomme. So. Ja, weil man das erschlafft. Kennt man aus dem Bett. Dann brummt man auch. Gut, es geht los. Ich lese euch also eine Tatsache vor. Mhm. Und ihr müsst mit geschlossenen ich mach die Augen zu. Darauf kommen, was da passiert ist. Achso, wer fängt denn an? So, ne, machen wir Schnickschnack, Schnuck, oder? Immer, genau, abwechselnd. Wer anfängt, könnte ja Schnickschnack, Schnuck machen. Schnick, bis Schnack, jemand Schnuck. Ein Nein kassiert. Ja, Benjamin fängt an. So, Benjamin fängt Nein, an. Best of three. Und er ist so lange, und er ist so lange dran, bis er ein Nein kassiert. So, die Geschichte heißt Das Geschäftsessen. Ein Mann war mit seinem Wagen unterwegs zu einem Geschäftsessen. Nachdem er 5 Minuten Radio gehört hatte, beschloss er, seine Frau zu erschießen. Wollt ihr die Geschichte nochmal hören? Ja. Das Geschäftsessen. Ein Mann war mit seinem Wagen unterwegs zu einem Geschäftsessen. Nachdem er 5 Minuten Radio gehört hatte, beschloss er, seine Frau zu erschießen. Er war... Also er war, ist ja schon mal eine schlechte Startfrage Frage eigentlich. Nein, ja, also... Ist doch nicht geschlossen, ne? Will schon lösen. Er selber ist ein Verbrecher. Kannst du bitte eine Frage stellen? Ist er ein Verbrecher? Bevor er seine Frau erschießt oder danach? Davor. Nein. Arbeitet die Frau beim Radio? Nein. Okay. Mir fallen mir eine Quatschfrage ein. Super, freue ich mich drauf. Der Radiobeitrag hat nichts damit zu tun, dass er seine Frau erschießen wollte, will. Kannst du bitte eine Frage stellen? Ich kann keine Frage stellen. Dann bist du disqualifiziert. Das war doch eine Frage. Nee. Der Radiobeitrag? Das war eine Feststellung. Ja. Kannst du dich einfach fragen, ist der Radiobeitrag dafür verantwortlich? Ich habe deine Frage sowieso vergessen. Na, dann stelle ich eine neue. Krass, wie viel der hier wegfrisst. Danke. Ich will auch was. Anstatt zu sagen, darf ich auch mal was haben oder so? Oder? Ich will auch mal. Ich habe auch gar keine Frage gestellt. So ein Primitiver. Mhm. Kam das Geschäftsessen im Radiobeitrag vor? Nein. Okay. Ist er allein im Auto? Ja. Kannst du es nochmal kurz vorlesen? Nochmal, sorry. Das Geschäftsessen. Ja. Ein Mann war mit seinem Wagen unterwegs zu einem Geschäftsessen. Nachdem er 5 Minuten Radio gehört hatte, beschloss er, seine Frau zu erschießen. Hat es was mit Eifersucht zu tun? Ja. Hat die Frau ihn betrogen? Ja. Okay, jetzt geht's. Und das hat er durch den Radiobeitrag erschlossen bzw. rausgefunden. Ja. Aber sie arbeitet nicht beim Radio. Was läuft im Radio? War es eine Live-Sendung? Ja. Okay. Das war eine Live-Sendung, aber die Frau arbeitet nicht beim Radio. Aber war die Frau im Radio zu Gast? Nein. Okay, Benjamin? So, wir fassen mal zusammen. Also. Das ist ein Mann. Und die Geschichte heißt das Geschäftsessen. Ihr seid doch auf einem guten Weg. Ich bin auch auf einem guten Weg. Ja. Das war live, hast du gesagt. Das ist jetzt kein Ja. Das ist ja gemein. Siehst du? Von Schokolade muss man nusen. Ja, das war wirklich. Schokolade reizt meinen Hals. Also mein Hals. Ach nee, ich verwechsel das gerade. Sorry, in der Hollywood-Schauke damals hatten wir eine Diskussion, wo ich meinte, Schokolade macht manchmal Hustenreiz. Wurde mir nicht geglaubt. Doch, bin ich bei dir. Danke. Bei mir auf jeden Fall. Ja. Da habe ich ja, glaube ich, schon einen Nachfolger gefunden. Jemand vom Geschäftsessen hat beim Radio angerufen. Nein. Okay. Nach 5 Minuten beschließt er, seine Frau zu erschießen. Hat er auch eine Waffe? Also wird das irgendwie noch in der Auflösung klar? Nein. Okay. Wird nicht klar. Okay. Also irrelevant. Das ist irrelevant. Also es ist einfach nur dieses, ich muss sie töten. Ja. Weil dann geht so der Kreis, der schwarze Kreis zu, so Happy End oder keine Ahnung. Hat er einen Beitrag gehört über eine Versicherung? Nein. Aber mir gefällt deine Denkweise. War es ein
eine Unterhaltung, ein Gespräch, die in der Live-Sendung war? Ja. Gut. Also es war kein Musikstück. Nein. Nee, also ja, es war danke. Kein richtig. Also es war eine Unterhaltung. Aber die Frau war weder zu Gast im Radio, noch arbeitet sie beim Radio. Das Geschäft, dann fragen wir mal, was ist es denn für ein Geschäftsessen? Ist er auf dem Weg zu jemandem, mit dem er Geschäftsessen macht, der im Radio moderiert? Nein. Oh, auch irrelevant. Auch irrelevant, okay. Mhm. Benjamin. Ja. Das Geschäftsessen kommt ja wahrscheinlich nicht aus Spaß vor. Ja, oder ist das nur der Aufhänger? Das soll verwirren. Kann auch sein. Weil also, er hat gerade gesagt, das ist irrelevant. Ja. Okay, dann kann es wieder alles sein. Ja, aber Olli ist ja. Olli hat sie doch oft scheiße. Vielleicht hat er das verwechselt. Das ist natürlich eine Fehlerquote von 50% drin. kann auch uns hören, witzig. Kann er uns hören? Ach, Fabian. Du musst morgen auch früh raus. Oh nee, der hat ja frei. Frau? Aber er schneidet den Dreck ist hier. Ist die Frau krank? Nein. Okay. Ne, es hat ja mit Eifersucht zu tun, das hatten wir schon. Mich irritiert halt diese Radiosendung und. Aber die Radiosendung hat wirklich damit zu tun, dass er beschließt, ich bringe sie um. Ja. Ist es so ein. Er hört so wie man sagt, irgendwie. Sind sie unglücklich? In ihrer Ehe? Bringen sie ihre Frau um, dass er denkt, guter Ratgeber mache ich? Richtige Antwort. Nein, natürlich nicht. Eine Ratgebersendung, bringen sie ihre Frau um. In der Radiosendung. Bring wurde, um. In der Radiosendung wurde in der Radiosendung gesagt, woran man erkennt, dass eine Person fremd geht. Nochmal, bitte. Ah, ich verstehe, Merkmale, wie man. Genau. Ach so, nein. Okay. Wird in der Radiosendung über die Frau geredet? Nein. Auch nicht? Nein. Was ist das für eine Scheiße? Eine ganz große. Witzig. Danach spielen wir lustiges Beruferat. Danach ist hier Feier, meine Freunde. ich muss morgen arbeiten. Der. Das Radio ist ausgegangen und deswegen ist das Radio durch die Frau am Vortag beschädigt worden und während der Sendung ist das Radio ausgegangen und deswegen wurde er wütend auf seine Frau und wollte sie deshalb erschießen. Ich finde, Benjamin sollte die so eine Geschichten schreiben für die Story. Ja, das ist so. Das ist so das vor allem, das ist was, wo Benjamin sagen würde, ist doch unlösbar, aber es hat er jetzt auch. Ja, aber ich verstehe, das ist so. Das ist wirklich so eine Nichtigkeit, weil die also ich nehme an, er kriegt ein Nein. Um die Spannung rauszulassen, ja, Benjamin kriegt ein Nein. Also sowas wie zum Beispiel, sie hat den Radiosender verstellt. Das ist eine Sache, wofür Benjamin seine Frau erschießen würde. Na gut, ich wollte jetzt wirklich fragen, ist der Mann geisteskrank? Oh, dann muss er gucken. Naja, zuhalten alles. Ja, das spielt eigentlich nicht wirklich eine Rolle. Aber wer Leute erschießen will bei sowas, wenn sie fremd gehen, ist auch nicht ganz gesund, glaube ich. Weiß ich nicht. Ja. Also ist irrelevant, Nein. Also gibt es ein Nein. Okay. Sollte die Frau auch zum Geschäftsessen? Nein. Aber wann gibt es einen Tipp? Noch gar nicht. Noch gar nicht. Wir sind schon ganz schön nah dran. Ja. Okay, also. Nee, ich würde sagen, noch so. Drei. Das ist ja gemein, wenn ich einen Tipp gebe vor dem, der dran ist. Nee, kann ich nicht machen. Es geht um eine Krone. Aber. Es muss doch irgendwas in der Sendung, keine Ahnung. Das ist keine Frage. Habe ich, glaube ich, schon gefragt. Irgendwie passiert irgendwas anderes, was ihn dazu veranlasst, seine Frau zu erschießen? Passiert während der Fahrt, während er das hört. Also, dass es nicht in der Radiosendung fällt, sondern weiß ich nicht. Also passiert etwas, was nichts mit dem Radio zu tun genau. hat? Genau. Nein. Auch nicht, okay. Wieso nach 5 Minuten? Ich glaube, das spielt keine Rolle. Es wird kein Lied gespielt. Obwohl, doch, das kann eine Rolle spielen. Mm.
erhofft er sich nach diesem Mord einen Vorteil? Spielt keine Rolle. Kommt drauf an, ob der Tod seiner Frau. Also nein. Also es ist wirklich nur der Tod. Hat keinen Zweck oder sowas. Also er nimmt auch in Kauf, dass er danach ins Gefängnis muss. Ja. Also ja, nehme ich an. Also es ist jetzt nicht so wie, ich will sie erschießen, aber ich mach's nicht, weil dann bin ich ja ein Verbrecher und komme ins Loch. So weit geht die Geschichte ja gar nicht. Okay. Also das war aber jetzt ein Ja. War doch ein Nein. Nein, ja, hat Ja gesagt. Mit dem Gefängnis? Ja, das hab ich ich habe gefragt, nimmt das in Kauf? Und hast gesagt, ja, nehme ich an. Deswegen ist es ein Ja. Ja, nimmt okay. In Kauf. Naja. Warte mal, nochmal. Der Name der Frau fällt nicht in der Sendung. Sie ist selber nicht als Gast. Aber warum sollte man seine Frau erschießen, wenn man das im Radio hört, wenn man auf dem Weg zum Essen ist? Glaube ich dir nicht. Aber hat er den Gedanken schon länger, sie zu erschießen? Also bevor diese Sendung Nein. lief? Auch nicht, okay. Benjamin kommt, jetzt ist ihm der Schlüssel abgebrochen. Nein. Er hat... Im Radio lief eine Sendung über Homosexuelle. Das ist eine, stell das bitte als Frage. Das war erstens keine Frage, und außerdem lief ist... Lief im Radio eine Sendung über Homosexuelle? Ist doch eine Frage. Nein. Was spielen in deinem Kopf Homosexuelle für eine Rolle? Na, er hat gemerkt, er ist schwul. Ja. Und kommt aber nicht aus dieser langen Beziehung, in der er jetzt schon 40 Jahre steckt und auch mit den Kindern und so. Lief und, im Radio Werbung für Heckler und Koch? Nein. Aber die, meine nächste Hausaufgabe an Benjamin ist definitiv Black Story Geschichten zu schreiben. Das ist sehr spannend. Ja, super spannend. Warte, das ist wirklich spannend. wusste er, dass er nie beim Geschäftsessen ankommen wird? Wer sagt denn, dass er nicht beim Geschäftsessen ankommt? Das ist meine Frage. Wusste er, dass er Nein. nicht? Okay. Kommt er denn beim Geschäftsessen an? Nein, also wird nicht geklärt. Auch nicht, okay. Ich nehme es mal an. Oder vielleicht ist er danach zu aufgemacht, ich weiß es nicht. Irrelevant. Das Schlimmste ist eigentlich immer das Warten. Bis man wieder dran ist. Vor allem, man hat dann selber eine wichtige Frage im Kopf. Nee, generell, also das Warten kotzt mich gerade am meisten an. Okay. Bis er irgendwann fragt, ist er John Rambo oder so, weißt du? Denn für sowas hat man dann gewartet. Ja, genau. Geht es um Geld? Nein. Nee, es geht um Betrügen. Ja. Sehr gut, Thomas. Zum Glück gibt es für die Ja's keine Punkte. Sonst würde ich so eine billigen Fragen wirklich streichen. Ja. Ein Ja ist ein Ja. Ja. Aber bringt dich ja auch nicht weiter, wenn du die gleichen Fragen bloß umformuliert stellst. Nee, ich habe es auch nur gesagt, um ihn nochmal dran zu erinnern. Das ist nett von mir, ne? Nicht. Das ist wirklich nett. Die Frage ist, mit wem hat sie ihn betrogen? Hat sie ihn mit dem Geschäftsessenspartner betrogen? Nein. Okay. Kennt der Mann im Auto jemanden aus der Radiosendung? Nein. Ich verstehe jetzt nicht. Die Radiosendung ist aber wirklich ausschlaggebend, dass er sagt, ich erschieße sie. Ja. Okay. Das, was in der Radiosendung passiert, also das, was im Radio passiert. Ist jemand in der Radiosendung zu hören, der mit der Frau in sehr engem Kontakt steht? Wenn ich jetzt auch wieder Nein höre, raste ich aus, weil dann weiß ich wirklich nicht, was da kommt. Nein, du bekommst ein Ja. Gut. Was war die Frage? Das ist jetzt aber. Hör dir den Podcast an. Boah. Also es steht im Kontakt, die Frau steht. Ist die Frau prominent? Nein. Okay. Weißt du, um die Uhrzeit mitten in der Woche mit so einem Spiel anzukommen, mit Mister, ich bin schon seit 5 Stunden müde. Na, denn. Jetzt kommt gleich Rambo. Nee. Hat der Radiomoderator etwas geäußert, dass er gleich zu einer Frau fährt? Nein. Ach, übrigens, du, der gerade zuhört, ich fahre jetzt nach Hause und pimper deine Frau. Noch besser. Hat er die Frau während der Sendung gefickt?
Thomas hat's gelöst. Also es ist ein Ja. Also, Baby, du darfst. Guck mal, ich stelle jetzt extra so eine dumme Frage, damit du noch länger überlegen kannst. Ja, genau, sehr gut. Guck mal, ein bisschen aus wie Alfred Hitchcock. Also Thomas, ne? Nein. Er zieht nicht mit. Hat der Moderator. Übrigens, wenn ihr irgendwann doch vielleicht einen Tipp wollt, müsst ihr euch aber einig werden, wann ich diesen Tipp gebe. Ob einer sagt, ist mir egal, ob das jetzt Benjamin direkt danach dran ist oder Thomas direkt dran ist. Ja, das ist wirklich ein Streitthema. Das ist relevant. Hat der Moderator. So, siehst du, man denkt, jetzt passiert es endlich. Eine Frau beschrieben. Nein. Auch nicht. Ist der oder diejenige, die an diesem Gespräch in der Reise beteiligt sind, steht der im näheren Kontakt mit der Frau? Ist es ein Familienmitglied? Nein. Gut. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Also, hat das Geschäftsessen hat nichts mit dem Mord zu tun. Das hatten wir doch schon, oder? Nee, so explizit haben wir nicht gefragt. Das ist wieder keine Frage. Hat das Geschäftsessen etwas mit dem Mord? Na doch, das habe ich schon jetzt als Frage verstanden. Das Geschäftsessen hat nichts. Ja, aber guck mal, in der ersten Formulierung, was keine richtige Frage war, hätte ich Ja sagen müssen. Jetzt hat er gefragt, hat das Geschäftsessen okay. mit dem Mord zu tun? Dann überleg jetzt genau, wie du die Frage stellst. Oder du darfst nochmal umformulieren. Also war es ja vorher doch eine Frage. Hat das Geschäftsessen nichts mit dem Mord zu tun? Das ist keine Frage. Zum Beispiel könnte man, um dir mal einen Tipp zu geben, wie man sowas formuliert, das Geschäftsessen hat nichts mit dem Mord zu tun, richtig? Ja. Richtig. Hat das Geschäftsessen nichts mit dem Mord zu tun? Fragezeichen. Das Geschäftsessen nichts mit dem Mord zu tun? Ist das eine Frage? Das Geschäftsessen nichts. Man kann das so als Frage sehen. Okay, wohlwollend. Ja, richtig, das Geschäftsessen hat nichts mit dem Mord zu tun. So, das gilt jetzt schon als Tipp, das heißt, ich krieg dann den richtigen so, Tipp. weil er dir geholfen hat bei der Formulierung. Aber die Frage war doch eine Frage, du hast selber gesagt. Thomas, Benjamin stellt sich ständig selber ein Bein, weil er muss sich jetzt eine zweite ausdenken, anstatt er dich wieder ranlässt und er kann sich in der Zeit in Ruhe die nächste Frage ausdenken. Nein. Ja, es dauert trotzdem. Ah, oh, wie ich sehe, wie die Abonnenten alle anspringen. Hat der Mann schon länger seine Frau gehasst? Ich glaube, das habe ich schon in ähnlicher Weise gefragt und Olli hat gesagt, nein, weil irrelevant. Genau. Es ist eine Live-Sendung, steht in näherem Kontakt. Ist es der Ex-Mann, der da moderiert? Nein. Auch nicht, okay. Du hast außerdem gefragt, es steht der im Radio zu hören ist, im engeren Kontakt mit der Frau. Ja. Habe ich gesagt, ja. Also das, es ist nicht der Moderator, sondern derjenige, der angerufen hat. Das wurde nicht gesagt, ob es ein Anrufer ist. Es geht darum, dass es eine Live-Sendung und da unterhalten sich welche. Es wurde nicht gesagt, in welcher Form. Das könnte man ja fragen. Oh, nee, aber ja, immer wenn ich frage, ist die Frau in der Sendung zu hören, sagt er nein. Weil sonst würde ich jetzt zum Beispiel sowas sagen wie, ruft die Frau in der Sendung an und sagt irgendwie. Du bist überhaupt nicht dran. Ja, ich weiß. Ja. Ich weiß. Ist ein Gast in der Live-Sendung? Spielt keine Rolle. Nein. 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 Mal jetzt mal eine andere Frage. Wie nah sind wir eigentlich dran? Also sind wir. Es fehlen nur ein paar kleine Parameter. Ja, aber wir sind wir auf einem guten Weg? Oder wie viel Prozent? Nee, weil manchmal ist ja so, dann geht man so in eine komplett andere Richtung. Und dann es fehlt wirklich nur noch wenig. Also es ist kein Anruf, es ist kein Gast. Wer hat denn zum Beispiel gesagt, dass es kein Anruf ist? Nee, pass auf. Ich frage jetzt nochmal: Die Frau ist in der Live-Sendung zu hören. Nein. Ja, gut. Also kann sie auch nicht anrufen. Richtig. Ist eine andere Person in der Live-Sendung zu hören? Ja. Kennt die andere Person die Frau? Ja. Ja. Das ist, so weit sind wir ja schon mal. Und die andere Person hat aber nicht kein sexuelles Verhältnis mit der Frau gehabt. Das überfordert mich gerade, wie ich das frage. Nee, das war klar. Die Person, die in der Live-Sendung zu hören ist, hat nichts Sexuelles mit der Frau zu tun. Richtig, ja. Warte mal, nee. Hat falsch. Hat sexuell.
Aber ich muss jetzt ganz dumm fragen. Ja, macht sagt, schon die ganze Zeit. Sagt derjenige in der Live-Sendung, ich schlafe mit der und der Person? Nein. Also er spricht den Namen aus. Nein. Und der hört es ja meine Frau. Nein. Okay. Woher merkt er das dann? Du siehst, ich hasse das Spiel auch. Sagt die Person am Telefon etwas, was mit der Wohnung zu tun hat? Nein. Auch nicht. Aber die Person in der Sendung sagt etwas, wo der Mann sofort weiß, das kann der nur wissen, wenn der jetzt vor Ort ist. Nein. Bei meiner Frau. Auch nicht. Okay. Was sagt der Pümmel? Das nervt mich. Redet der Mann von einer Tätowierung? Nein. Also er sagt aber auch nicht direkt, ich habe Gefühle, sexuelle Turbulenzen mit der und der Person. Das sagt ja, er nicht. Ja, sagt er nicht direkt. Okay, richtig. Sagt er nicht direkt. Also er sagt aber etwas, wo der Mann sofort weiß, alles klar, meine Frau betrügt mich. Nein. Auch nicht, okay. Das ist ja erst nach 5 Minuten. Haben die 5 Minuten eine Bedeutung? Nein. Ja, das nervt mich auch total, ne? No. Ich fand ganz gut, das fand es ganz witzig mit irgendwie, dass die Frau den Radiosender verstellt hat. Das, also, weil das würde ich auch nachvollziehen können. Ne? Kennt der Mann den Typen, der da anruft oder in der Sendung ist? Kennt er den? Du kannst, also in der Sendung ist, nein. Kennt er den Moderator? Nein, Gott. Ja. Telefoniert der Mann aus der Wohnung der Frau? Ja. Oh, das ist eine sehr gute Frage, ja. Kiefer, okay, wie sie freut. Ja, okay, aber ich weiß es nicht. Oh, okay. Okay, jetzt können es 1000 Sachen sein. Ja. Er hat im Hintergrund eine Uhr gehört. Nein. Man hört aber im Hintergrund etwas, wo er weiß, das kann nur bei mir in der Wohnung sein. Beispielsweise, die Straßenbahn fährt draußen Nein. vorbei und da, okay. Okay, jetzt hast du die Frage, wo er Antworten hätten können, noch so verfeinert mit der Straßenbahn. Die sollte jetzt, nur ein Beispiel ja, sein. Ja, weil jetzt weiß ich nämlich nicht, ob das Nein generell auf die Wohnung gilt oder auf die Straßenbahn. Das wäre ja eigentlich mein Fehler gewesen, deswegen kläre ich das mal auf. Ich muss ja die Leute, wenn ich die Frage nicht aussprechen ja. lasse, Quatsch, komm, weiß ich, da kommt nichts mehr Richtiges. Okay. Weil sonst müsste ich euch ja schon ausreden lassen, um... Ja, okay. Boah, wer macht gerade dieses widerliche Geräusch? Ja, richtig. Nicht aus der Wohnung, aber vielleicht, naja... Ihr Handy hat geklingelt. Nein. Ein Tier ist im Hintergrund zu hören. Nein. Auch nicht. Nicht ein Hund, der bellt oder so. Hör doch mal mit dem Quatsch auf. Als ob die, wie er so tut, wie er, weil er die Lösung weiß, ja? Warte, ich glaube, ich hab's. Ja, okay. Er hat das im Rahmen nach 5 Minuten. Er ist einfach nach Hause gegangen und hat gesehen, dass der Mann da ist. Er hat was vergessen. Ja, warum nicht? Er ist nach Hause? Nein. Aber komm, das wäre gar nicht so doof. Nein. Ich dachte, ich habe die Lösung. Er ist einfach nach Hause gegangen, hat gesehen, sie ist fremd. Ja, so ganz simpel irgendwie, ne? Er hat was vergessen, während der Sendung hört, fährt er wieder nach Hause. Das ist leider relativ simpel. Er kommt einfach auf diese eine Sache nicht. Ja. Was ist das? Und wie ist es? Nein. Ich möchte mal eine Sache wissen, so, weil du magst diese Scheiße, ja? So, wie ist es, mit wem hast du das früher mal gespielt? Mit meinem Bruder spiele ich sehr gerne. Nächtelang. Mit Freundinnen spiele ich das sehr gerne nächtelang, okay. Ja. Ja. Kein Wunder, dass du keine Freundin hast. Hey, das ist mein Spruch. Ich habe vom Besten gelernt. Ich glaube, ja, Benjamin ist dran. Das Lustige ist, man denkt jetzt, na egal. Stell mal so, du sagst so, ja, es wundert mich nicht, dass du keine Freunde hast. Und Benjamin so, hey, nach dem Motto, sei nicht so hart. Das ist mein Spruch. Genau so war es auch. Ja. Ey, das war aber nicht so toll, weil der Spruch gehört mir. Ja, wirklich. Die Frage war doch nach, oder die Aussage war doch, nach 5 Minuten wollte er die Frau erst umbringen. Soll ich die Geschichte nochmal vorlesen? Ja, lesen wir nochmal. Das Geschäftsessen. Ein Mann war mit seinem Wagen unterwegs zu einem Geschäftsessen. Nachdem er 5 Minuten Radio gehört hatte, beschloss er, seine Frau zu erschießen. Hätte er auch die Frau erschossen, wenn er kein Radio gehört hätte? Nein. Nein. Zumindest nicht in diesem Moment. Aber
es ist was, während dieses Anrufs zu hören, haben wir schon ein paar Mal gefragt, wo er weiß, der Anrufer ist bei meiner Frau. Nein, das macht er nicht anhand eines Geräusches fest. Also bleibt ja nur eine Aussage. Der Mann wurde gefragt, wo... Wo bist du? Bei der Frau von dem Idioten, der gerade im Auto sitzt. Ja, so wollte ich das nicht sagen, aber nein, gut. Nein. So, wie ist bei dir das Wetter oder so? Oder wo bist du? Wie ist bei dir gerade das Wetter? Spielt denn überhaupt, also das Thema der Radiosendung eine Rolle? Also worüber die sich unterhalten? Oh, lass mich kurz überlegen. Nein, nicht relevant. Weil irgendwas muss er ja hören, ne? Warum der Futzi überhaupt anruft. Ich hasse dieses Spiel. Also so wie du es meinst, nein. So, macht mich wahnsinnig, wirklich. Ich hasse dieses Spiel noch mehr. Ich liebe das wirklich. Nee, ich hasse das so sehr, weil man sich so dumm vorkommt. Und dann immer dieses Warten. Das ist doch, wie dumm ich mir vorkomme, wenn ich Star Trek gucke und kein Wort verstehe. Und wieso hast du lustige Zusammenfassung geschrieben? Ja, weil ich das hat dich sogar aufgewertet. Okay, Wahnsinn. Der Mann sagt nicht direkt, dass er nicht in seiner Wohnung ist. Mein Kopf, ey. Ja, das ist wirklich der Moment mal. Das ist doch mal bitte. Das war eine doppelte Verneinung, ne? Er sagt nicht direkt, dass er nicht in seiner Wohnung ist. Der Mann sagt nicht. Der Mann betont nicht, dass er in der Wohnung der Frau ist. Richtig, der Mann betont nicht, dass er in der Wohnung der Frau ist. In der Frau ist. In der Wohnung. Ich habe schon mal den Sieger skizziert. Ja, Benjamin. Er hat Benjamin gemalt. Ja, Benjamin. Und das erinnert mich an deine Comics. Das hast du wirklich noch gut drauf, diesen Malstil. Das ist nur eins zu eins der gleiche. Mhm. Guck mal, ich male Autos immer noch wie in der ersten Klasse. Ja, ich auch. Genau so. Anders sehen ja Autos auch nicht aus. Und ich habe immer so einen fetten Auspuff hin. Mhm. Und ich habe mal in der ersten Klasse so, habe ich so ein Auto gemalt. Mhm. Und wirklich Auspuffgase in schwarze mit Wachsmalstift über das komplette Bild. Mhm. Und hat die Kindergärtnerin gesagt, ach so, siehst du, war sogar noch im Kindergarten. Das ist aber traurig, die ganzen Abgase und so. Das ist auch so, weil das ganze Bild schwarz war. Das war deine erste Midlife-Crisis. Erzählt der Mann? Ein Witz. Was es gleich zu essen gibt. Also der Mann bei der Frau dazu. Nein. Ich habe keine Lust mehr. Also kann man auch aufgeben. Ich schenke dir die Krone. Nein, so geht das. Nee, ich habe keinen Bock mehr. Nein. Ja? Okay, dann kann mir Olli einen Tipp geben. Achso, stimmt. Sonst beide sind. Okay. Na gut, aber ich kann das dran. Bevor Benjamin dran ist, machen. Okay. Oder ich hätte, also ich würde weiterspielen. Nee, entweder ein Tipp oder. Naja, aber du sagst ja, du willst aufgeben, dann hätte ich gewonnen. Ich habe gefragt, gibt man auf, hast du sofort gesagt, nein. Und als ich dann gesagt habe, ich schenke Benjamin die Krone, hast du gesagt, dann ja. Benjamin will nicht so gewinnen, glaube ich. Ja. Nee, also ich habe keine Ahnung, ich brauche einen Tipp. Aber da kriegst du ja nicht den Tipp, du wolltest ja eben aufgeben. Ich habe gesagt, kann ich aufgeben. Da hast du gesagt, nein, da hast du mich umgestimmt, ich mach weiter. Ja, aber da kriegst du nicht den Tipp. Benjamin, ich gebe euch jetzt den Tipp, und zwar in Form einer Frage, die mit Ja beantwortet wird. Ruft denn der Radiosender bei der Frau zu Hause an? Ja. Mhm. Hm. Jetzt bin ich wirklich sehr großzügig, wenn ihr irgendwie die Lösung zusammenstammelt. Okay, der Mann ist dann ans Telefon gegangen. Ja. Eigentlich ist es schon die Lösung. Welcher Mann jetzt nur, eigentlich? Ja, aber der Mann, der bei der Frau ist ans Telefon gegangen. Aber noch so ein bisschen eine Idee. Ja, aber eigentlich habe ich schon die Lösung aber warte mal. Der Mann ist ans Telefon gegangen. Aber der Autofahrer weiß ja immer noch nicht, dass es... Naja doch, weil der Moderator fragt der Moderator, ob die richtige Person am Telefon dran ist. Nein. Also, es ist so ein, ich löse jetzt. Ja. Der Radiosender macht so eine Aktion, dass sie aus dem Telefonbuch Leute raussuchen, so schlagen Seite auf, Finger rauf und sagen, kennt man das so, die ruft da jetzt an, sagen, wenn er rangeht, derjenige, dann hast du 5.000 Euro gewonnen. Und dann schlagen sie das Telefonbuch auf und sagen,
Die Frau heißt jetzt von mir Sabrina Müller. Und der Mann denkt so, geil, das ist ja meine Frau. Oh, und sie ist zu Hause, hoffentlich geht sie ran. Und dann rufen die da an und dann geht ein Mann ran. Hallo? Und dann denkt er, fuck, die ist ja gar nicht alleine. Das ist, weiß ich nicht, irgendwie mein Bruder oder der Radiomoderator, keine Ahnung. Aber es ist, die machen so ein Gewinnspiel und die Frau erwähnt die Frau eigentlich zu Hause alleine, weil sie zum Geschäftsessen unterwegs ist und plötzlich geht da ein wildfremder Mann an den Apparat. Näher werden wir an die Lösung nicht mehr rankommen. Und zwar eigentlich ist es auch schon sehr, sehr nah dran. Also, der Mann schaltet das Autoradio ein und hört da eine Sendung mit einem Gewinnspiel, bei dem er sich hat mit einschreiben lassen. Als sein Name genannt wird, freut also er sich. Also wenn ich du wäre, ich würde das Telefonbuch jetzt sowas von angreifen. Nee, also ganz ehrlich. Also, man muss ja eigentlich sagen, dass Thomas, meine pass Lösung. Auf, pass ja. auf, pass ja. auf. Ja, ich weiß mit dem, dass sie ja, Sender verstellt hat, war auch gut. Aber, aber ich hätte es nicht gelten lassen, wenn Thomas nur Telefonbuch gesagt hätte. Aber da jetzt doch auf Gewinnspiel kommt. Ja. Hoffentlich ist sie zu Hause und so. Lass ich's gelten. Was ist denn die Lösung? Lies jetzt mal vor. Na, die Lösung ist, also haben wir an einem Gewinnspiel teilgenommen. Als sein Name gezogen wird, freut er sich und hofft natürlich, dass seine Frau rangeht. Die Telefonnummer, die vom Sender gewählt worden würde, war seine eigene. Er erwartete, die Stimme seiner Frau zu hören. Als sich ein Mann meldete, wurde er rasend vor Eifersucht. Man muss jetzt aber dazu sagen, wenn du nicht das gesagt hättest, dass die bei ihm anrufen, hätte es hier noch Stunden gedauert, weil ich nicht drauf gekommen bin. Und da ich bei dir war ich jetzt nicht so streng, weil der Tipp kam direkt vor Benjamin und der hat mir totalen Müll erzählt. Ich habe total Müll erzählt. Ich habe gesagt, der Mann ist rangegangen von der zu Hause ist. Das war ja auch richtig. Das hat mir auch geholfen, die Lösung jetzt zu gerade sagen, ich habe total Müll erzählt. Aber sonst die ganzen Abend. Wichtig ist jetzt am Ende, wer die Krone kriegt und das bist nicht du. Aber Thomas, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja. Und weißt du, was das Traurige ist? So ein halbes. Ich würde sagen. Ihr schwitzt beide ekelhaft an der Hand. Weißt du, was ich traurig finde, Thomas? Als du vorhin draußen warst, hat sich Benjamin noch die Lösung verraten und der hat sich hingekriegt. Also Benjamin, pass auf, die rufen bei dem an. Ja, ich wäre trotzdem kein Fan davon. Ich mag dieses Spiel nicht. Ich fände viel lustiger, er schießt seine Frau, dabei hat sich der Radiomoderator bloß verwählt. Obwohl, so falsch war meins nicht. Aber ich finde wieder erstaunlich, wie Thomas seine Laune wieder gewechselt hat. So von total, ich bringe euch gleich alle um. War eine gute Taktik. Ne? Einfach mal wieder rumheulen und nerven, ne? Einen Tipp damit rausleiern und plötzlich ist alles gut. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, war heute geht wieder so. Thomas, wie hat es dir denn gefallen? Bin sehr müde, bin sehr traurig. Mm. Ja. Ich dachte, du kannst jetzt was zu der geschenkten Krone sagen. Aber was hältst du vom Black Stories? Nee, warte mal, ganz kurz. Kennst du den Spruch, it's lonely at the top? Oh, ja. Ich gehe jetzt. Komm, Benjamin, wir gehen. Wir zeigen mir jetzt mal, was lonely at the top ist. Von den Hörern verabschieden wir natürlich noch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf dem Berg hier. Nicht drücken. Jetzt auf den Drücken. Eine Rotz- und Wasserproduktion.